Hallo liebe Freunde, willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres DC Block Deutschland Podcasts. Heute ist die dritte Episode unseres Titans Podcast Marathon. Wir werden die Folgen 8 bis 11 behandeln, also bis zum Schluss. Und ja, das freut mich ganz besonders, dass wir uns hier heute versammelt haben, weil wir sind wieder in voller Besetzung, meine lieben Freunde. Yay! Und ihr könnt uns auch erstmals zusehen. Also falls ihr euch fragt, wie sehen denn diese sexy Stimmen denn aus, habt ihr die Chance auf Twitch zuzuschauen. Und wenn ihr es entdeckt, sendet uns den Link. Grüßt uns, schreibt ruhig in die Kommentare rein und ihr könnt auch Fragen stellen, egal was. Und ich Schuft habe völlig vergessen, uns alle vorzustellen. Ich habe ja gesagt, ich bin der Viri. Mit mir da ist der liebe Erik. Hallo. Der liebe Hermann. Und ich muss es immer wieder sagen, wir wären nicht komplett, wäre der liebe Chris nicht am Start. Servus Chris. Hey, servus. So Leute, Endspurt, die letzten drei Folgen von Titans, Folge 8 bis 11. 9 bis 11, oder? Wir hatten 9 bis 11, richtig. Folge 8 hatten wir ja, das war die Donna Troy Folge, die sehr gut bei uns ankam. Jetzt haben wir Folge 9. Bin sehr froh, über die reden zu können, weil es ist tatsächlich meine Lieblingsfolge. Also es ist richtig schwierig, bei so einer Serie, die mir eigentlich durchgehend gut gefallen hat, eine Lieblingsfolge zu picken. Aber irgendwie war das so die Folge, die mir so im Gedächtnis geblieben ist, auch nach der Serie. Und das lag halt vor allem daran, weil ich Hawk and Dove sehr mag. Also ich habe die sofort irgendwie ins Herz geschlossen, so schon seit der zweiten Folge. Finde die beiden super interessant und jetzt halt eine Origin-Story von den beiden zu bekommen, fand ich halt super geil. Und auch ein Grund, warum sie mir so im Gedächtnis geblieben ist, ist, weil sie extrem unangenehm anfängt. Oh ja. Also, ja, da ist halt am Anfang eine Szene dabei, die da habe ich halt richtig eine richtige Gänsehaut bekommen. Einfach aus dem Grund, weil sie richtig, also man hat sich da richtig unwohl gefühlt, um das zu sehen. Und wie war das eigentlich bei euch? Also allgemein so, was die Folge angeht, wie steht ihr so zu der Folge? Wie fandet ihr so den Anfang von der Folge, den Verlauf, das Ende? Haut mal ruhig raus. Also ich muss sagen, ich schließe mich dir auch an. Ich fand die Folge mit die beste in der ganzen Serie. Und auch, wie du schon sagst, der Anfang war sehr, sehr haarig. Also da musste man schon ein bisschen schlucken, als die so anfing. Ich hatte das auch als Vielgast, glaube ich, als ich die geguckt habe, habe ich auch, glaube ich, zu euch im Chat geschrieben, von wegen, das ziehen die doch jetzt nicht durch, oder? Weil es halt extrem düster war, bedrückend, beklemmend, und das zieht sich durch die ganze Folge so durch und macht die beiden Charaktere, so wie die dargestellt werden, auch extrem interessant. Ich muss auch sagen, ich habe ja jetzt ein Spotlight für die beiden Figuren erstellt und so wie die eigentlich dargestellt worden sind und wie es halt in den Comics war, fand ich das sehr gut aufgefrischt und modernisiert. Und deswegen fand ich die Folge so im Großen und Ganzen auch wirklich sehr gut, weil sie aber auch gleichzeitig noch ins Thema der ganzen Serie gepasst hat. Ja, ich fand auch, die sind sehr gut mit dem Thema umgegangen. Ich fand, es war eine sehr, ich glaube, das Beklemmende daran ist, diese sehr realistische Art, damit umzugehen, weil das kam mir gar nicht an den Haaren herbeigezogen vor oder so. Das war das, was ich auch schon vorher meinte, was die Serie halt gut kann. Es wirkt alles stimmig und ich kann mir halt diese Situation so auch tatsächlich vorstellen, ne? Diese Dynamik, die zwischen den Figuren war, dass es tatsächlich so sein könnte, dass Kinder auch so reagieren, und das ist schon sehr, sehr mies gewesen, ne? Wo man weiß, wo du eigentlich denkst, so, hau doch einfach ab, geh doch einfach weg. Aber Kinder würden das halt nicht machen, ne? Die lassen sich da echt so beeinflussen von so einem, okay, ich bin live in Twitch, ich darf nicht sagen, was ich denke, aber ja, von so einem Individuum, was aus unerklärlichen Gründen noch atmen würde. Sagen wir es mal so. Und das ist
super heftig gewesen, das stimmt. Also daher bleibt die, das ist eigentlich das, die Stärke der Folge, finde ich, hat, wie sie das Thema angegangen sind. Wie war das eigentlich bei dir besonders, Chris? Weil du bist ja auch Vater, du bist ja auch Elternteil. Geht gar nicht. Ich glaube, das ist, also ich fand sie auch total unangenehm und das war halt so eine Szene, wo ich gerne so mit so einem Autounfall verglichen habe, weißt du, weil du siehst ja eigentlich was Schreckliches vor dir, was du eigentlich gar nicht sehen willst und was du dir auch nicht vorstellen willst, wie es drinnen aussieht, aber du kannst halt einfach nicht wegschauen auch, weißt du, und im Endeffekt hat es halt sehr gut zu dem Storytelling gepasst, weil man versteht dann halt auch Hanks, also Hawks Motivation dann, also man kann so ein bisschen verstehen, dass er dann, das wird ja im Laufe der Folge jetzt noch ein bisschen begründet, man versteht dann halt auch einfach, wieso er so ist, wie er ist und wo seine Wut, weil er ist ja ein sehr temperamentvoller Kerl, der so leicht an die Decke geht, warum er halt so ist, wie er ist. Ich fände aber auch gut, wie du schon sagst, man erfährt so, wie Hank so wird, wie er ist. Und wie ich ja gerade schon gesagt habe, das in den Comics war, ist ziemlich anders, weil da geht es um irgendwelche mystischen Mächte und dass man das so ein bisschen geerdet und realistischer gemacht hat, macht die ganze Figur nachvollziehbarer und ich finde auch einfach angenehmer zu schauen, wenn jetzt einfach das erklärt worden wäre, von wegen, ja, die wurden von zwei Mächten erwählt, die jetzt die Kräfte von denen bekommen und der eine ist halt extrem ruhig und gelassen und der andere ist halt jetzt extrem aufbrausend, das wäre ein bisschen an den Haaren herbeigezogen gewesen. So wiederum hat man das auch gut in den, finde ich, in den Grundton der Story gekriegt. Wir sollten es vielleicht noch einmal kurz erklären, also falls jetzt tatsächlich jemand die Serie nicht geschaut hat, also es schlichtweg geht um Kindesmissbrauch, so, ne, also der spätere Hawk, der wollte seinen kleinen Bruder beschützen und weil der Sporttrainer war das, ne? Der Sporttrainer wollte sich über den Herrmachen. Ja, der Footballtrainer. Ja, der Footballcoach. Über den Herrmachen. Und der Bruder ist so gesehen hat er sich für ihn geopfert und hat das über sich ergehen lassen, damit sein kleiner Bruder das nicht abbekommen musste. Ja, genau. Ne? Also es ist dann auch tatsächlich passiert, aber man hat es natürlich nicht gesehen, das ist ja schwachsinnig. Aber man weiß halt an der Szenerie, erkennt man, das ist tatsächlich passiert, er musste es erleiden. Und daher, also wie auch Erik schon sagt, es macht die ganze Figur deutlich glaubwürdiger als das, was in den Comics ist. Das in den Comics ist halt sehr schwer nachzuvollziehen mit diesen Mächten und das andere, es macht total Sinn. Und wirklich, die ganze Art des Charakters erklärt sich damit auf Schlag. Ohne dass man von Anfang an schon in den vorigen Folgen erkannt hat, oh, es muss daran liegen. Nee, es kam tatsächlich ziemlich hart um die Ecke, sagen wir es mal so. Aber es ist, nochmal, um das nochmal zu verdeutlichen, es ist halt eine Flashback-Folge, weil die Rahmenhandlung ist ja wie Dawn, die ja in der zweiten Episode vom Dach gestürzt ist, im Koma ist. Geworfen. Und, ja. Die wird heftig geworfen. Das war nicht einfach heftig, nur stürzen. Heftig geworfen, Digga. Und ich werf dich gleich. Und sie ist halt im Koma und Hank sitzt halt an ihrem Bett und Raven, die ja eine Folge davor, glaube ich, Corey helfen wollte, wandelt ja jetzt in dieser Zwischenwelt und ruft ja dann Hank zur Hilfe, aber sie hören, also Hank und Hank hört sie halt nicht und das ist halt die Rahmenhandlung. Also die Rahmenhandlung spielt schon im Jetzt, aber der große Teil der Folge behandelt halt diesen Flashback, wie Hank und Dawn zu Hawkendorf geworden sind. Apropos Dorf, auch ihre Origin wird halt gezeigt, so als Balletttänzerin. Man erfährt schon einiges von ihr, auch dass sie, sage ich jetzt mal, eine sehr innige Beziehung zu ihrer Mutter hat. Und bei ihr war es halt, anders. Also bei ihr kam das halt so rüber, also Hank hatte ja dieses Kindheitstrauma, während eigentlich bei Dawn alles perfekt war. Nee. Nein. Ich meine. Eigentlich. Das war ja der Twist, den ich noch nicht sagen wollte. Aber da darfst du gleich weitermachen. Da darfst du auch gleich weitermachen. Wer jetzt? Ja, Erik. Du?
Also, ja, es kommt in einem Gespräch heraus, dass der Vater von Dawn auf jeden Fall mindestens der Mutter gegenüber gewalttätig ist. Und dass dementsprechend die Familie daran auch momentan zu dem Zeitpunkt, wo die Handlung spielt, halt auch zu knacken hat. Ist es nicht sogar der Stiefvater? Oder der, ich weiß es halt nicht. Der neue Lebensgefährte, glaube ich, von der Mutter? Weil sie will ja nochmal zurück nach England gehen für den, sie sagt immer nur den Namen. Also daraus schließe ich jetzt einfach. Zu ihm, sagt sie, glaube ich. Ja, nee, sie sagt schon irgendwie, ich glaube Tom oder irgendwie so ein klassischer Stiefvatername, sage ich jetzt mal so ganz fürs. Also ich habe selber einen Stiefvater und ich bin total zufrieden mit dem, also davon jetzt mal ab. Aber ja, ist halt so ein typischer, du gehst wieder zurück zu Tom. Das ist meistens ja ein Film dann so, dieser böse Stiefvater, ne? Irgendwo, also so hatte ich es, meine ich, in Erinnerung, aber ich kann mich jetzt auch tierisch irren gerade. Ja. Ja. Genau, also grob zusammenfassend, beide haben so ihre, sage ich jetzt mal, Pakete, die sich mit sich rumgetragen haben. Die Folge macht auch einen kurzen Sprung, also Hank ist jetzt mittlerweile erwachsen, geht zusammen mit seinem Bruder Donald. Heißt er, glaube ich, ja. Beide gehen halt aufs College. Hank ist ziemlich erfolgreich im Football, hat allerdings schon leichte Verletzungsprobleme. Und Donnie ist halt so der, sag ich jetzt mal so, der Smarte von beiden, während halt Hank so der eher Sportliche ist. Also beide sind Brüder, Halbbrüder, und auch komplett unterschiedlich, aber man merkt halt, dass sie eine sehr innige Beziehung zueinander haben und auch einander irgendwie so brauchen. Also das ist so eine Art Yin und Yang, die beide haben, weißt du? Also Hank so der Aufbrausende und Don halt so der eher smarte Typ, eher der ruhige, der ihn auch immer wieder beruhigen muss und sowas. Und das ist halt auch das klassische, glaube ich mal, Hawk und Dove Duo, was auch erstmals in den Comics debütiert hat. Du hast ja das super coole Spotlight geschrieben. Das Spotlight beim lieben King Shark, das könnt ihr euch natürlich beim DC-Blog Deutschland durchlesen. Das ist wirklich super. Ihr erfahrt wirklich alles über die Charaktere. Und das fand ich halt auch sehr cool, dass man halt den Donny halt einfach mal, dass sie den auch in der Serie gezeigt haben. Also, dass sie die Origin halt schon ein wenig thematisiert haben. Dass es einen Don Hall gab. Dass halt auch da die ersten, sage ich jetzt mal, Schritte als Superhelden-Duo, die Hank dann macht, auch mit seinem Bruder Don war. Und was ich ja ganz cool fand, so vom Kostümdesign noch, dass die beiden in ihrem ersten Outfit ganz normale Sachen drin hatten. Die hatten zum Beispiel, ich glaube, bei Don weiß ich es auf jeden Fall, ich glaube, Hank schmeißt ihn relativ früh weg, die hatten halt Football-Helme auf, um sich zu schützen. Ja, genau. Da würde ich ganz gerne auch anmerken, dass der Schauspieler, der Hawk spielt, ihr hattet ja in dem ersten Pod schon erwähnt, aber ihr habt meiner Meinung nach die wichtigste Rolle in seinem Leben vergessen, nämlich Ted aus Blue Mountain State, wo er der Starlinebacker der Serie war, also so eine Football-Serie, ähnlich wie American Pie, also ich glaube, die spielen gefühlt 2 Minuten Football in der ganzen Serie, in den 3 Staffeln, ist wirklich mehr wie American Pie, aber auch sehr zu empfehlen, und da spielt er eine der Hauptrollen quasi. Kenne ich zwar nicht, aber... Ich habe halt in dieser Serie, also in Titans erst erkannt, wo er dann Football gespielt hatte, wo diese College-Szene war, wo diesen College-Football gespielt hat, und ich dachte mir, daher kennst du ihn. Stell mir das gerade vor, wie Hermann sich die Folge anschaut und dann... Mindblowing! Und dann irgendwann mal aufgeht, aha! So stelle ich mir das vor. Aber ja, ich finde, alleine rein physisch und alleine so vom Aussehen her kauft man ihm das auch total ab. Mhm. Der Typ ist eigentlich wirklich, sage ich jetzt mal, prädestiniert dafür, entweder einen Superhelden zu spielen oder einen Footballspieler oder in dem Fall beides. Also, oder Topmodel. Oder die Rolle seines Lebens sozusagen eigentlich fast schon. Weil wir hatten es ja auch, wie gesagt, in den früheren Podcasts, also in der ersten Episode, glaube ich, sogar schon. Er hat ja auch Aquaman gespielt in Smallville. Und in Smallville wurde auch viel Football gespielt. Von dem her, keine Ahnung, ob er da auch Football gespielt hat, aber da sieht man halt. Das finde ich auch sehr, sehr interessant, jetzt um ein bisschen abzuschweifen, weil ich finde das irgendwie cool. Also das soll jetzt auch nicht negativ klingen, aber ich finde es irgendwie cool, dass DC
einige bekannte Gesichter, die schon mal DC-Rollen gespielt haben, so ein bisschen recyceln. Mhm. Ja. Also, das hat man jetzt zum Beispiel auch bei Flash John Wesley Shipp oder sowas. Ja, ja, klar. Ja, überall, genau, überall. Ne? In jeder Serie Supergirl ist der Tom Welling bei. Also, in jeder Serie haben sie das eigentlich gemacht. Finde ich halt auch super cool, ja. Also, das macht auf jeden Fall Spaß, so die Gesichter, die man so ein bisschen kennt, auch wieder zu sehen. Das war mal. Was ich da auch krass finde, eigentlich bei Titans, so mal kurz reingeschoben. Ja, klar. Die schaffen es tatsächlich, was ich an Smallville manchmal echt stark zu kritisieren hatte, meiner Meinung nach, Smallville war so eine, hatte was von einer Teenie-Serie, wo halt im Grunde, die sahen alle zu gut aus und das hat sich leider auch negativ auf das Schauspiel ausgewirkt. Die sind mehr nach Aussehen gegangen als Schauspielkunst. So mein Gefühl bei Smallville. Mal ganz abgesehen davon, dass vom Geschreibe her 10 Staffeln ein bisschen viel waren. Aber davon ab so halt, ne, das sahen alles super toll aussehende Menschen, aber die Story hat voll Fehler gehabt. Und ich finde das bei Titans nicht so, dass da auch so Leute, die in dieses Schema auch reinpassen. Ich meine, der Dick Grayson-Schauspieler ist sieht aus wie so ein Frauenschwarm. Sogar der Jason Todd so, die passen auch alle so rein, auch sehr hübsche Menschen. Aber die Serie leidet nicht darunter. Das sind jetzt keine schlechteren Schauspieler oder so. Das finde ich da sehr, sehr gut, ey. Das ist ja auch nicht so glatt geblieben, nee. Weißt du? Also ja, das ist halt nicht dieses typische CW, also jetzt ohne die CW-Serien zu diskreditieren, weil die sind schon sehr, sehr cool und haben auch viele Fans. Aber da ist halt dieses, du merkst halt, dass es eine bestimmte Zielgruppe ansprechen soll, ja. Und deswegen ist da auch sehr viel melodramatisches, Soap-Opera-mäßiges dabei. Und entsprechend verpflichtest du ja auch dann die Schauspieler dafür. Weißt du? Und Titans hatte ja einen ganz anderen Ansatz und das merkt man halt auch an der Schauspielerwahl und wie die Charaktere auch inszeniert werden. Das ist halt, denke ich mal, so der große Unterschied. Darf aber auch jeder mir widersprechen, wenn er will. Hate Mail wütende Chatnachrichten bei Twitch halt ruhig schreiben, kein Problem. Aber so sehe ich das. Und apropos Soap Opera, wie findet ihr eigentlich so die Liebesgeschichte, die so aufgebaut wurde, so zwischen Rock und Dorf? Weil die entsprang ja einer Tragödie sozusagen. Wobei ich sagen muss, ja, die Tragödie, so wie das aufgebaut worden ist, ich musste, als ich mir die Szene nochmal angeguckt, weil ich gedacht habe, die haben das natürlich alle ernstes genau so gemacht, weil Hank und Don stoßen auf Dawn und ihre Mutter, rempeln ineinander, drehen sich so, dass Hank und Dawn nebeneinander stehen und dann sind die Mutter und Don nebeneinander und werden einfach von dem LKW platt gewalzt. Und ich saß da und hab gedacht so nach dem Motto, Moment mal, echt jetzt? Ja, aber das finde ich passend. Ja. Weil die beiden sind ja eigentlich schicksalsmäßig ausgesucht worden. Das ist tatsächlich Schicksal. Also in den Comics war es ja doch viel mehr mystisch. Jetzt in der Serie nicht, aber das halt auch, das ist nicht nur ein Schicksalsschlag, sondern auch Schicksal, dass genau die beiden sich so treffen mussten. Ne? Die Leute, die ja weggegangen sind, ich meine, die beiden spiegeln sich ja in jeder Art und Weise. Ne? Das heißt, wie ihr schon gesagt habt, der Hank brauchte den Donny, der Donny brauchte, musste den Hank immer runterholen. Das hat dann sie übernommen und sie hat sich immer um die Mutter gekümmert und jetzt kümmert sie sich um ihn. Also es hat sich komplett ausgeglichen. Mhm. Das, was beiden gefehlt hat, kam auch wieder dazu, nur in einer anderen, etwas leicht abgeänderten Dynamik, weil sie dann halt ein Liebespaar waren. Und dadurch sind sie auch sich gegenseitig die einzige Familie, die noch wirklich übrig ist. Das fand ich, also so komisch das ist, dass er einfach dieser LKW die umfährt, aber das macht für mich schon in dem Fall Sinn, dass man sagt, okay, das ist halt Vorsehung gewesen. So. Ihr beide musstet jetzt leider getauscht werden. Das hatte irgendwie auch was von Final Destination. Ja, von der Optik auf jeden Fall, fand ich. Ja, das hatte original irgendwie was von so einem richtigen Final Destination Vibe. Die hat sich nur angucken müssen. Beste Nächste! Ich muss ja sagen, ich habe ja mit meiner Frau zusammen geguckt und also wir gucken ja oft Filme auch zusammen. Vielleicht auch was ich jetzt nicht so sonderlich prickelnd finde. Und bei der Szene dachte ich, muss ich echt nur überlegen, okay, gucken wir jetzt Titans oder gucken wir irgendeine Schnulzen-Tragödie-Geschichte da irgendwie, weil das halt so gestellt irgendwo war. Aber halt logisch im Nachhinein. Also
Das, was danach aufgebaut worden ist, daraufhin, fand ich mega gut. Also das fand ich wirklich sehr glaubwürdig Ja. auch. Aber diese Szene war so ein bisschen so, okay, ist das wirklich Titans oder Final Destination oder ist es, keine Ahnung, irgendwie, das hält kein halbes Jahr oder keine Ahnung was, ne? Ja, also ich muss auch sagen, ich habe auch am Anfang gedacht, so von wegen, irgendwie wirkte das so ein bisschen, wie ich ja gerade gesagt habe, so ein bisschen komisch. Aber die Beziehung, die sich dann entwickelt, auch wie die sich in dieser Selbsthilfegruppe erst treffen und Hank auch typisch, wie man es für den Charakter auch dann in der Folge schon gelernt hat, so diese extrem defensive Haltung hat und beziehungsweise schon fast aggressiv wird, wenn man ihn darauf anspricht. Und wie sie dann als Ausgleich wieder dazu kommt. Das hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen und das hat das Ganze etwas organischer gemacht. Das wirkte nicht so an den Haaren herbeigezogen, sondern man hat sich gedacht, okay, die beiden haben einen ähnlichen Verlust erlitten und kommen gemeinsam über diesen Verlust hinweg. Also das macht schon irgendwo Sinn, auch wenn es natürlich ein bisschen kitschig ist, aber Aber das war halt wirklich sehr realistisch, eben. ne? Also das ist halt das Gute gewesen, so komisch, dass dieses, im Grunde das einzige Manko ist ja diese Szene mit dem Laster. Die ist so, hä? Aber der ganze Rest davon, der gleicht es wieder aus, so, weil sie es da schaffen, okay. So, das macht Sinn. Es ist nicht der einfache Weg, nicht so, ha, wir haben beide den gleichen Verlust, lass mal ins Backsteigen, läuft. So, so war es ja nicht. So, das ist ja tatsächlich, in schlechten Filmen ist es genau das. Lass uns mal gegenseitig trösten damit, läuft. Sondern einfach, dass die wirklich gesagt haben, okay, das ist nicht ohne Umstände und das ist nicht einfach, sondern es ist schwer, dass die beiden sich einander annähern und das überhaupt zulassen, sich gegenseitig zu helfen. Und das macht das Ganze gut. Ich weiß auch nicht, wie es hätten anders klären sollen. Es ist so gesehen keine Zeit gewesen, die anderen beiden etwas, naja, langwieriger sterben zu lassen, sagen wir es mal so, ist schwierig. Und es hätte auch nichts gebracht. Wichtig war halt der Verlust der beiden. Alles andere war unnütz, so, ne? Hätte man jetzt eine halbe Folge damit verbracht, das zu zeigen, keine Ahnung, schreckliche Krankheit, irgendwas. Ja, klar. Das hätte der Folge nichts gegeben. Ne? Bis auf etwas mehr Tiefgang in der Todesszene, aber das war halt nicht wichtig. Richtig, genau. Was ich auch sehr, sehr interessant fand, war dann halt so später so die. Also am Anfang noch, bevor dieser Unfall passiert ist, haben wir ja so die ersten Schritte von Hawk und Dove, also wo Don noch Dove war, so als Vigilantes miterlebt. Also tatsächlich, die beiden sind losgezogen und haben registrierte Sexualstraftäter im Internet gesucht, weil in Amerika werden die ja öffentlich dann mehr oder weniger registriert und jeder kann dann einsehen, wer vorbestraft Aber das ist ist von Staat zu Staat unterschiedlich. Ist auch unterschiedlich, genau. Ich weiß, dass es in den Südstaaten sehr verbreitet ist. Also zum Beispiel in Texas ist es zum Beispiel so, dass man da Ich weiß, nachschauen dass es kann. in Es ist. Kalifornien zum Beispiel auch definitiv der Fall ist. Ja. Also in manchen Staaten, eher Richtung Süden, eher westlich. Auf jeden Fall machen die beiden das und ja, bestrafen dann halt, wie gesagt, Sexualstraftäter, schlagen die zusammen, filmen sich sogar dabei. Und das ist halt dann so ihr Ding. So, was sie dann machen. Haben auch unglaublich viel Spaß dabei. Und Erfolg, weil bevor die Laster-Szene kommt, sieht man ja, dass als Schlagzeile, dass die beiden ich glaube, irgendwie irgendeinen Ring in die Richtung zerschlagen haben. Ich weiß jetzt nicht, ob das Kinderpornografie war oder Sexualstraftäter, also Kinder. Sexualstraftäter, die da quasi zusammengearbeitet haben, aber den haben sie definitiv zerschlagen. Ja, also irgendwas in die Richtung. Interessant fand Ja, ich auch, Hermann, fand, du wo wir jetzt wolltest was gerade bei den sagen? Staaten sind und so. Ich weiß gerade nicht mehr aus dem Kopf, ich wollte gerade nachgucken, aber ich finde das auf die Schnelle nicht, wo es war. Auch die Namen von den beiden haben sie abgeleitet von ihrem alten Football-Team, wo damals diese erste Anfangsszene war mit dem Football-Coach. Weil das waren die Hawks, glaube ich, oder Red Hawks oder irgendwie sowas. Weil die Dorf findet ja später Stimmt, dieses ja. Jahrbuch noch von Hank, wo dann noch Ja. drinsteht, von wem sie kamen. Ich glaube, das College-Team war dann irgendwas mit Tigern, also irgendwas Katzenartiges, glaube ich, wenn ich richtig in Erinnerung habe. Weil ich achte auf sowas, weil ich gern wissen will dann, ob das College vielleicht bekannt ist oder wirklich in der NCAA spielt oder so. Ja, stimmt. Aber das stimmt, weil er hat ja wirklich seine Superhelden-Persona ist ja auch von der Farbgebung und so alles komplett seinem Football-Team auch Genau. so nachempfunden. Also er ist Hawk, er ist rot, rot-weiß dann gekleidet und sowas. Das ja,
schon sehr, sehr interessant. Und apropos Coach von Anfang an, es wird Rache genommen an ihm, tatsächlich. Also, aber nicht von Hank Ayers. Aber nicht von Hank Ayers, genau. Das ist das Interessante. Möchte da jemand ein bisschen darauf eingehen? Ja, ihr seht gerade so angespannt aus. Ja, nachdem Dorf und Hank und Dawn sich angenähert haben, findet sie halt heraus, dass er erstmal Hawk ist und dass er von seinem College-Trainer, nicht College-Trainer, seinem Jugendtrainer da vergewaltigt worden ist. Und dann zieht sie auf eigene Faust los und will ihn, den ehemaligen Trainer, halt zur Rechenschaft ziehen, was darin ausartet, dass er sie bedroht, überwältigt und bedroht mit einer Waffe. Und Hawk in dem Moment ankommt, sagt von wegen, ja, du haust jetzt ab, ich kümmere mich darum. Und sie aber sagt, nee, ich bleib jetzt hier, und die beiden sich zusammen an ihm rächen. Das war eigentlich auch so, also das ist wirklich so der Beginn von beiden als Team. Als Paar und als Team, sozusagen. Also das ist praktisch die Geburtsstunde von Hawk und Dorf. 2.0. 2.0. Und die bekanntere Inkarnation, wenn man das so nach den Comics geht, ja, also ist das so eindeutig die bekanntere Inkarnation der beiden. Was diese Folge narrativ angestellt hat, fand ich großartig. Also über die Laster-Szene kann man sich natürlich streiten. Das ist der einzige Schwachpunkt. Ich fand die Laster-Szene ist halt, sage ich jetzt mal, so ähnlich wie die Tornado-Szene von Man of Steel. Ah, ich weiß, was du meinst. Ja. Sie ist ähnlich, so ein bisschen heikel. Aber so zweckdienlich, sage ich jetzt mal, für den weiteren Verlauf halt einfach, ja. Und da kann man auch nicht böse sein, so auf war ja dann im Endeffekt, hat sich dann alles ausgezahlt, narrativ. Du möchtest was sagen? Ich wollte eventuell noch anmerken, dass in der Folge... Da hat einer von euch irgendwie gestreckt oder sowas, habe ich nicht? Okay. Da war das nur ein Schatten hinter mir. Gut. dann sag mal. Was wir noch gar nicht angesprochen hatten, war zum einen mal noch den Cliffhanger aus dem letzten Podcast, den wir ja gesetzt hatten. Ich meine aber, der wird auch erst in der nächsten Folge richtig aufgelöst, weil in der Folge mit Hawk und Dawn sieht man immer wieder die Rachel, also auch schon in diesen Kindheitsdingern von Hawk, also wo die Anfänge von Hawk und Dorf sind mit seinem Bruder, immer wieder Rachel irgendwo im Spiegel auftauchen, die dann sagen, Hank, hilf mir. Und dann ich glaube sogar einmal im Toaster. Später, im Toaster auch, genau. Und ja. Auf diesem Spiegel, der auf dem Boden steht oder irgendwelche Glasscherben und so. Und immer wieder taucht die halt auf, aber man weiß ja nicht so richtig, was ist jetzt da los. Stimmt, ja. Jetzt erinnere ich mich auch wieder. Ja, das war das Krasse, was ich meinte schon letztens im Podcast, ne, dass die es halt machen, die Folgen, die kommen, ist nicht, was du erwartest. Du hast einen Cliffhanger in der einen Folge und dann kommt sowas wie eine Brückenfolge. Aber halt auch immer wieder nochmal diesen Cliffhanger halt nochmal aufgehoben irgendwo, dadurch, dass du halt Rachel überall nochmal siehst, ne? Ja. War eigentlich die perfekte Brücke zur nächsten Folge, ne? Ja, genau. Wie hieß die Folge, die wir gerade behandelt haben? Hank und Dawn. Das ist das Tolle, die haben tatsächlich das gespiegelt, ne? Während du die erst als Superhelden gesehen hast und die Folge Hawk and Dove genannt haben die andere Folge, wo du ihre Privatleben siehst, Hank und Dawn genannt. Das fand ich allein das smart. Das ist smart, das ist eine gute Art zu schreiben, gute Art, das zu präsentieren. Fand ich super toll. Ich nur noch mal kurz einzuhaken, das habe ich schon bei der Doom Patrol Folge gesagt. Es ist auch, ich glaube, es ist keine Hawkendorf Serie in Planung, aber es ist trotzdem irgendwie so eine Versicherung halt einfach nur. Das ist auch eine extrem smarte Art, vielleicht Backdoor-Pilot-Episoden für ein anderes Projekt halt zu machen. Und das finde ich halt extrem, extrem gut gelöst. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich zum Beispiel muss sagen, Hawkendorf, eine Serie, auch vielleicht mit elf Folgen, warum nicht? Ich würde zu gucken. Ja, würde ich auch total feiern. Allein schon, weil meine Frau die definitiv mitgucken würde, ne? Vielleicht dann noch ein bisschen mehr so auf die
Sache halt, also halt auch die Zeit, wo Hank mit Don unterwegs war, noch ein bisschen mehr zu zeigen. Alleine dafür würde sich sowas schon lohnen. Ja, aber du hast es angesprochen, Erik, die Brücke zu der nächsten Folge. Jo, die nächste Folge heißt nämlich nur Cory. Auf Deutsch heißt sie Oh, Koriander. nee, ach, stimmt, Koriander. 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 Und setzt genau da an, wo dann eigentlich die 8. Folge Donna Troy aufgehört hat, nämlich mit Rachel, die Cory Anders ja ihre Erinnerungen wieder zurückgeben wollte, was ja dann etwas schiefgelaufen ist. Ja, hat doch voll geklappt. Richtig. Ja, aber es ist halt ein bisschen blöd gelaufen. Also in der Folge vor, also in der Donna Troy Folge am Schluss hat man ja gesehen, wie Cory die Augen ja grün werden und sie Rachel an der Kehle packt und irgendwie so einen gefühlten Meter in der Luft halt hält. Und da war ja dann der Cut. Und in der Folge Coriander sieht man ja dann, also wird das Ganze ja dann ein bisschen aufgelöst und warum, weshalb, wieso. Ich finde auch gut, wie man dann in die Folge wieder eintaucht, dass im Endeffekt das nahtlos übergeht. Man hätte also auch diese ganze Folge mit Hank und Dawn gar nicht haben müssen. Sondern hätte man auch skippen können, da wär nicht so schlimm gewesen. Und dann quasi von Folge 8 auf Folge 10 ist das dann ja, hätte das trotzdem gepasst. Man hätte dann keine Wissenslücke oder so gehabt. Und dann treffen. Das haben aber auch. Warte, Nee, ich hätte jetzt sonst weiter direkt noch. Nee, das haben aber auch manche als Kritikpunkt genommen. Also, dass du diese Hank und Dawn-Folge einfach auch, dass es mehr oder weniger nur als Filler-Episode gegolten hat, um die Serie künstlich zu strecken. Es waren nur ein paar einzelne Kritikpunkte. Oder halt, es gab nur sehr vereinzelte Kritiken halt zu der Folge, weil die meisten Stimmen, die ich so gelesen habe über die Folge, waren halt durchweg positiv, also zu Hank und Dawn. Aber die kritischen Stimmen haben halt gemeint, okay, das wäre jetzt nicht wirklich nötig gewesen, sondern war nur ein Filler, der so Ja, reingesetzt wurde. aber ich glaube, dann hast du es nicht Ja, verstanden. da denke ich mir halt auch. Also jetzt ohne zu sagen, dass die Leute zu dumm sind, aber wenn du sagst, das ist nur eine Filler-Episode, dafür war die Episode falsch aufgebaut. Ein reiner Filler Richtig. wäre komplett nicht komplett sinnfrei. So eine Hawkendorf-Folge hätte ein Filler sein können. Aber es hat ja schon damit Du hast reingepasst, ja. dadurch, dass du Rachel mit reingepackt hast. Und es war auch nötig, diesen Background von den beiden nochmal mitzubekommen. Also ich sehe da Eben nicht den das. Filler. Also du hast ja auch vor allem diesen Ne? hundertprozentigen Background von Raven noch nicht erfahren, weil der kommt ja jetzt erst in der Folge, in der Koriander-Folge eigentlich. Und also was genau nicht mit der stimmt. Du weißt nur, da ist irgendwas und die ist wie besessen und keine Ahnung. Und hast dann vielleicht, ich glaube, Trigon wurde dann auch schon mal erwähnt oder also auf jeden Fall mal ihr Vater. Aber so der richtige Ursprung von Raven hast du nicht erfahren. Und am Ende der Folge wacht Dorf aus dem Koma auf. Von daher finde ich, ist das absolut keine Filler-Folge, weil die ja auch nochmal irgendwo, denke ich, das wird in der nächsten Staffel vielleicht ein bisschen mehr beleuchtet, weil die sind ja aufgebrochen, um Rachel zu helfen. Aber die sind noch nicht am Haus Und ja. angekommen, du weißt halt nicht, wohin sie sind, ne? Eben, und vor allem Dawn sagt ja auch von wegen, wir müssen Jason Todd finden. Genau, eben. Und du kannst auch nach Ausschlussverfahren einfach gehen, ne? An welcher Stelle hättest du A, diese Folge sonst setzen sollen? Am Ende der Serie? Früher? Es war kein Platz für die Episode, wirklich. Und die andere Geschichte ist, es ist ja das, was es passiert auch nicht zum ersten Mal in dieser Serie. Das war halt das, was ich meinte. Das ist das, was sie öfters machen. Die bringen dir etwas. Du erwartest durch den Cliffhanger etwas, aber die geben dir erstmal was anderes und lassen die Spannung hängen. Das ist sehr geil. Also ich finde, das haben die sehr, sehr gut gemacht. Wenn man das kritisiert. Ich meine, natürlich kann man es kritisieren, man kann alles kritisieren, was einem nicht gefällt. Aber man kann da nicht. Also Filler ist einfach das falsche Wort. Eine Filler-Episode ist etwas anderes, wo du wirklich sagst, Eine das soll ich Brückenepisode vielleicht strecken. eher. Ja, ne, Brückenepisode, gut, so könnte man es nennen, so wie die anderen Folgen auch waren halt auch Brücken, ne? Ja, richtig. Genau. In der Koriander-Episode sieht man ja das erste Mal, sieht man ja auch wieder, wie nämlich Robin und Donna Troy an dem Haus ankommen und erstmal Koriander davon abhalten, Raven zu töten. Das ist auch das erste Mal, wo man Donna Ja. Troy so richtig in Action eigentlich sieht. Weil das ist das erste Mal, wo man sie wirklich ihren Kampfstil sieht und dann halt auch dieses, wie heißt das, Mit Lasso der der Überzeugung, Überzeugung. genau. Ich habe vorher Deshalb, den Fakt, ich habe den ich Fakt war mal auf mich gerade voll am geschrieben. Bauen. wo man das auch zum Einsatz erstmal sieht und halt auch dann schon halt dann ja eigentlich erst richtig erahnen lässt, okay, sie ist wirklich
eins zu eins Wonder Woman fast, ne? Oh Gott, ich werde, glaube ich, gleich gesteinigt. Auf jeden Fall, das war's jetzt. Mist, Wonder Mist, Girl. Ausschalten, ausschalten. Genau so. Nein, sie ist Wonder ja. Girl. Ja, ja, ja. Liebe Leute. Ja. Aber es ist halt ähnlich. Ja, es ist definitiv. Es ist schon, ja, na klar, es sind ja alle Sidekicks eigentlich, ja. Ja. Also nicht alle, aber es sind zum Beispiel Robin. Wir haben ja Robin, wir haben ja Donna Troy. Das sind halt ehemalige Sidekicks und die ist ja klar, dass die dann Ähnlichkeiten aufweisen zu ihren Mentoren. Ja, und na klar sieht man da halt eine kleine Wonder Woman, na klar sieht man halt ein bisschen Batman bei Dick, aber das ist ja auch so. Das ist ja. Wäre ja komisch, wenn es nicht so wäre. Ja. Ja, stell mal vor, Donna Troy könnte jetzt ja. so Aquakinetik wie Meere oder so, das würde hier auch absolut nicht passen als Sidekick irgendwo jetzt zu Aquaman, zu Wonder Woman. Natürlich. Zu Aquaman wiederum ja, aber nicht zu Wonder Woman. Ansonsten, wie habt ihr die Folge so wahrgenommen? Ich finde, die war jetzt für mich wieder eine von denen so, da passiert zwar einiges, aber irgendwie bleibt die mir auch nicht so krass im Gedächtnis. Das kann aber auch sein, weil Hank und Dorn so stark war, die Folge. Ja. Ja? Die Folge fand ich etwas wieder etwas actionlastiger und so im Großen und Ganzen, was passiert, man hat nicht diesen einen Handlungsstrang, der betrachtet wird, sondern wie so zwei, drei, die halt nebenher laufen. Und auf der einen Seite, ich fand in erster Linie den Handlungsstrang von Corey ganz cool, weil man halt endlich die ganzen Fragen, die man in den ersten beiden zwei, drei Folgen bekommen hat, endlich mal beantwortet kriegt. Zwar nicht komplett, aber so ausreichend, dass man sagen kann, okay, man weiß wenigstens, was passiert, passiert ist, ob passieren soll. Hm. Und halt das erste Mal hört man, warum Raven überhaupt diese eigentliche Bedrohung ist und nicht nur, dass man halt sieht, dass die halt Menschen innerlich komplett zu Blutpüree machen kann. Aber das ist sehr effektiv. Das ist ja halb so wild. Oh, ist doch passiert. Schön gesagt. Ups. Aber das ist nicht, dass ich es durcheinander bringe, aber die finden da schon genau, das Raumschiff. Genau, ja, oder? Also die Corey zieht ja dann los Richtung Raumschiff quasi und Donna und Robin fahren hinterher. Also so ein bisschen auf Abstand und dann sieht ja alles raus. Nach Hause telefonieren. Muss ich bei deinem Mikrofon immer dran denken gerade. Ja. die Raven haut doch ab, oder? Ja. Ich krieg das gerade in meinem Kopf nicht mehr zusammen. Die haut ab. Haut die am Anfang der Folge schon ab oder erst später? Ja. Wobei ich bin mir gerade nicht sicher. Nee, das ist ja das Haus ihrer Mutter. Nee, ich glaube Corey. Haut sie nicht? Hauen die anderen? Genau, die ja, anderen. Haut die anderen sind abgehauen. Fährt halt. Ja, Corey fährt halt haut ab. Robin hinterher, weil Corey haut ja ab zu ihrem Raumschiff. Raven und Gar bleiben zurück. Genau, und Gar findet ja oben dann dieses Zimmer auch mit diesen Zwillingsbildern und Kram. Na, und klar. Wird ja dann von der Mutter quasi verhext. Das kommt ja dann auch noch drin vor. Stimmt. Frage? Hattet ihr schon von Anfang an ein bisschen das Gefühl, dass die Mutter nicht ganz koscher war? Klar. Ja. Mich auch. Also meiner Frau ist das sogar aufgefallen. Also dass sie halt... Nur, ich weiß nicht, ich finde die irgendwie merkwürdig. Und die steht meistens bei so Sachen ein bisschen auf dem Schlauch und ist dann immer so, boah, leck, die ist ja voll böse. Und da hat sie auch... Dieser Podcast lässt sich einen Monat lang auf der Couch schlafen. Na, ich habe oben noch zwei Zimmer für, das ist alles okay. Es ist alles im Internet, Herr. Und das Internet vergisst nicht. Meine Frau weiß nicht, was Twitch ist. Das Internet vergisst nicht. Also, es war mir schon irgendwie klar, dass mit Ravens Mutter irgendetwas nicht stimmen könnte. Aber dass das halt dann irgendwann mal so offensichtlich passiert, hätte ich halt nicht erwartet. Ich hätte gedacht, dass... kommt halt wirklich ganz zum Schluss. Also wirklich ganz zum Schluss der Serie, am Ende der letzten Folge vielleicht. Aber ich fand das Timing aber super, weil am Ende der letzten Folge, das hätte ich überhaupt nicht überrascht. Das wäre so, ja, war klar.
So, weißt du? Aber so war das jetzt so. Ja, okay, das kommt genau zum richtigen Zeitpunkt so. Du hattest sowieso das Gefühl, dass das passieren wird. So ziemlich sicher. Ich fand aber auch nicht mal, ich fand nicht, dass ihr Verhalten so krass war, sondern einfach, wie die Figur eingeführt wurde, hat man schon gemerkt, okay, du bist nicht so wichtig. Das heißt, du bist ein Fiesling. Ja, aber auch wie die. Weil die Helden, bei den Helden wird einfach so auf Detail geachtet. Bei dir, die ist einfach da. Die Mutter ist einfach aufgetaucht. Auch wie sie Und mit was ich. dem Polizisten Mutter. geredet hat, der dann da kam, dieser alte Schulfreund, ich glaube, das auch noch nicht so wirklich, dass das ein alter Schulfreund von ihr war. Ich bin mir da irgendwie nicht so ganz sicher. Der sie ja dann auf einen Drink eingeladen hat. Und Schulfreund. sie haben, ja, können wir machen und jetzt hau besser ab. Du störst mich gerade voll hier in dem, was ich eigentlich gerade machen war. Und so redest du halt nicht Vergrab irgendwie gerade ein. mit einem alten Und was ich fand, die Folge hatte ein extrem straffes Tempo eigentlich. Die ganze Handlung, die darin vorkommt, wird extrem nicht so schnell, dass man schon sagt, so von wegen, Moment mal, jetzt nimmt man nochmal 5 Kohlen aus dem Ofen raus, sondern schon flott, aber so, dass man definitiv noch logisch nachvollziehen kann. Ja, also ich Das fand stimmt, ja. tatsächlich für eine Folge, die vor der letzten Folge der Season ist, weil die tatsächlich noch, ist da echt viel was abgegangen. Weil das sind ja meistens die Folgen, die eher so, du baust in dieser Folge bloß für die andere auf und deswegen machst du so viel Groundwork, dass der Ja, Rest ein bisschen das. hängen bleibt, der Spaß meistens. Und das war bei der nicht. Also der einzige Grund, warum die für mich ein bisschen schwächer in Erinnerung ist einfach, dass die Folge davor so krass war und dass danach halt auch eine krasse Gut, Folge ist. dann. Die ist zwischen zwei sehr starken Folgen. Aber ansonsten absolut keine schlechte Folge oder eine, wo Zu Langeweile deinem aufgesehen hat. Einwand. Alleine wegen Einwand gerade Starfire. muss man halt auch Ja. nochmal erwähnen, da die Serie ja ursprünglich auch auf 12 Folgen anstatt 11 aufgebaut hat und diese 12. Folge, ich meine, sogar fast abgedreht war. Und dann haben sie sich dazu entschieden, okay, als klar wurde, wird eine zweite Staffel kommen, oder als das so ziemlich sicher war, dass eine zweite Staffel kommen wird, haben die 12. Folge erst quasi abgebaut und die ein bisschen umgeschrieben auch für Aufbau für zweite Staffel zu nehmen dann. Ich, vielleicht hängt das, also nach dem Aspekt wäre es ja dann eigentlich nicht die vorletzte Folge gewesen. Also ich denke nicht, dass die da noch was geändert haben Ja, danach. dann sollte man das immer so machen. Ja. Aber das spricht so krass für die Serie, weil die ist ja echt kurz erst angelaufen auf DCU und wurde dann sofort auch, da wurde halt sofort schon die zweite Staffel bestätigt, obwohl die erst ein paar Folgen gelaufen sind. Also das spricht extrem für die Serie. Sind da schon die Und das ersten freut paar mich. Folgen gelaufen oder so, oder nur die erste oder die zweite? Das war richtig früh so, die Ich glaube, da Bestätigung. war erst die dritte oder die zweite oder dritte war. Dann kam zack, es kommt Ja eine gut, bei zweite. Aquaman war es ja auch Das war so. Der schon hat ja auch echt krass. diese Vorpremieren gehabt in China oder wo. Und dann hieß es ja auch schon direkt, dass DC einen zweiten Film schon zugesichert hatte, nur halt die Schauspieler- und Regisseurteam und so hat noch nicht unterschrieben gehabt. Ja. Also das Ja, freut auf uns jeden Fall. natürlich alle und Ich wie würde gesagt, ich sterben, habe wenn ja die das nicht zu Ende machen. Das muss wissen, was passiert. Ich Ja. auch. Das wäre wie Nee, Firefly so. ich Ey, was soll tatsächlich. das? Das wäre, ey, das wird mich fertig machen, ey. Auf Das jeden wird mich Fall. richtig fertig machen. Und ja, ich habe ja vorhin auch die News vorbereitet für den Blog. Also wie gesagt, die Dreharbeiten zu der zweiten Staffel sollen im März auch anfangen und dann September zu Ende sein. Ich rechne mal nicht mit der Ausstrahlung dieses Jahr Nein, noch. auch nicht. Jedenfalls nicht in Deutschland. In den Ja. USA könnte es noch knapp Ja, du werden. hast aber im Weil Spätherbst schon so man weiß von. halt nicht, wie krass da die Postproduktion ist. Aber wir bekommen ja stattdessen in Deutschland hoffentlich, aber ich gehe fest davon aus, Superton Genau, 2 und vielleicht noch hier noch dieses Young Jahr. Justice Season 3. Die läuft ja in den USA schon. Hoffen wir Young mal. Justice Young Season 3. Justice ist Und krass. die wird immer ein bisschen vergessen. Stargirl. Ja, stimmt. Ja, und die Stargirl ist hatten auch jetzt ja super. schon, glaube ich, einen kompletten Cast. Da Genau, war. also da wird die Produktion auch bald beginnen. Aber ich glaube, Also da Stargirl kommt kommt auch einiges auf spät. uns zu. Ich glaube, das wird erst sehr spät released. Im Also ich könnte Oktober mir oder so. vorstellen, dass Ist noch weit sie weg. also dieses Jahr in Amerika zumindest dann halt die genannten Serien rausbringen. Und Titans schätze ich eher so, dass die in Amerika Januar, Februar, so im ersten Quartal 2020 dann anläuft, weil das wird sonst keinen Sinn machen. Die grätschen sich ja nicht selber da rein. Wenn du Swamp Thing im Herbst hast, du hast Stargirl noch später vom Jahr dann wahrscheinlich und hast am Anfang noch Doom Ja, aber 12. der Service hat ja gerade damit zu kämpfen, dass die anscheinend nicht so viele Subscriptions haben. Okay. Was auch Sinn macht, weil sie sich auf den amerikanischen Markt begnügen. Tatsächlich, der amerikanische Markt, ich habe das irgendwann mal ausgerechnet, einen halben Prozent aller Amerikaner hat schon subscribed. Ein halber Prozent für einen Subscription-Dienst, der bloß DC umfasst, wäre tatsächlich keine schlechte Leistung.
wenn man das mal wirklich realistisch betrachtet. Ich glaube, du kannst aus dem rein amerikanischen Markt auch nicht so endlos viel mehr rausholen. Von daher muss man halt gucken, wo sich das dahin entwickelt. Also ich hoffe nicht, dass sie gezwungen sind, den einzustampfen. Ich sehe allerdings auch die Problematik, wie sie es halt den ausländischen Zuschauern interessant gestalten wollen. Ich sag mal, wenn sie zum Beispiel in Deutschland diesen Service anbieten wollen, die GEZ ist da echt, die GEMA, die ist da ja nicht einfach, was sowas angeht. Dazu kommt, dass hier das Fernsehen immer noch stark verbreitet ist und noch recht mächtig ist. Und dann kommt auch noch die Tatsache, wollen die das hier in Deutschland machen, müssen sie die Sachen auch noch übersetzen. Selber, ja. Ich weiß nicht, das sind allein die Herausforderungen, die Deutschland bietet mit seinen gerade mal 80 Millionen oder 70 Millionen Einwohnern. Wir sind jetzt, glaube ich, schon nicht mehr auf 80. Doch, 80, glaube ich, noch. Doch, 80 haben wir noch. Okay, also wenn wir da jetzt zum Beispiel sagen, also wenn die jetzt da auf 0,5% der Bevölkerung kommen, sind es halt nicht gute Zahlen, so die das kaum rechtfertigen. Das heißt, dass sie sich auf andere englischsprachige Länder erstmal begrenzen, ist sinnvoller, dass die sagen Kanada, Australien, England, solche Ecken. Es macht halt einfach Sinn. Deswegen glaube ich, dass wir in Deutschland noch nicht viel sind, aber ich glaube, ich hoffe, dass sie es noch schaffen, das alles rentabel zu halten. Ja. Also umso wichtiger finde ich jetzt, wie gesagt, diese Kooperation mit Netflix. Also dass sich wirklich Netflix den Serienstoff, also die Ausstrahlungsrechte der Serien sichert. Und so profitieren einfach beide Seiten. Also man kann auch einfach mal sagen, dass selbst wenn man die Serie jetzt, weil ich eigentlich fast nicht glaube, nicht gut finden sollte, lasst sie einfach laufen im Hintergrund, wenn ihr mit dem Hund Gassi geht oder sowas, damit die halt Einschaltquoten kriegt und die nächsten Serien dann auch von Netflix vielleicht sogar übernommen wird, weil das ist ja auch immer ein großer Faktor. Wenn nicht geguckt wird oder nur von einer kleinen Zahl, sagt Netflix halt auch, okay, was sollen wir die anderen Serien auch holen? Das bringt uns ja nichts, ne? Ja. Aber um nochmal die Brücke zum Schlagen zu der eigentlichen Folge. Die endet ja damit. Wir schweifen gerade wieder etwas ab. Voll abgeschwitzt. Da wollten genau. Wir weiter. Was ich auch noch ganz cool fand, war, wie dann die eigentliche Handlung wieder zusammengeführt wird. Wie halt. wie halt Robin und Co. wieder halt zurück zu Raven kommen. Und auch wir hatten ja das gerade mit der Mutter, dass halt. Wir das erste Mal auch hören, wer Ravens Vater ist. Nämlich das erste Mal, das erste Mal überhaupt der Name Trigon fällt. Ja. Weil vorher wird immer nur gesprochen von wegen, ja, ihr Vater. Und womit man ja eigentlich, auf der einen Seite kann man sagen, damit kann man gut Spannung aufbauen. Ich wiederum fand es ein bisschen ungnädig, weil man halt 10 Folgen lang als Nicht-Comic-Leser nicht wusste, wer zur Hölle jetzt ihr Vater ist. Als Comic-Leser oder wenn man die Serien von früher kannte, weiß man's. Und jetzt kommt einfach ein Name und man denkt sich, okay, Trigon. Ja. Das ist der Lord der Trigonometrie. Ja, so nach dem Motto. man hat halt nur diesen Namen und weiß gar nicht, was kann er jetzt oder warum ist er jetzt so die große Bedrohung? Das fand ich ein bisschen suboptimal gelöst, für meinen Geschmack. Und man sieht ihn ja das erste Mal in seiner menschlichen Form, weil wir wissen ja aus den Comics, Trigon ist eigentlich ein Dämon. Kommt auch ein Spotlight die Tage bei uns drauf, das ihn vorstellt. Ist ein bisschen tricky, seine Herkunft. Und er hat sich halt, damit er halt unter den Menschen wandeln kann, halt auch eine menschliche Form gegeben. Und am Ende ruft Raven ihn ja halt, damit er Garfield vor dem Tod rettet. Richtig, genau. Und da sagt ja Trigon auch nochmal zu Garfield, von wegen, ich spüre, dass das Tier oder das Biest in dir ist sehr stark. Die Bestie. Die Bestie, genau. Die Bestie in dir ist sehr stark, irgendwie sowas. Wo ich es halt dann auch nochmal sehr interessant für den Charakter von Garfield halt dann finde. Ne? Also ich finde auch, die hätten da ruhig einen Einspieler machen können oder so. So, da, ja, man weiß nicht, ob das Geld nicht gefehlt hat, aber dass man da vielleicht Trigon mal in seiner richtigen Form sieht und vielleicht sieht, wie er da mal ein bisschen wütet und zerstört, irgendwie in einem
in Erinnerung von irgendjemand oder halt einfach eine Vision oder Das war sowas. ja eigentlich gar nicht wirklich nötig. Man hat ja schon gesehen, man hat ja auf dem Schiff von Starfire gesehen, dass was er Das fand anrichtet. ich zu wenig. Und das fand, Ja, aber das war, ja, ich weiß, das ist zu, war auch für mich zu wenig, weil man sieht nur so ein, zwei Welten, die brennen. Und da hätte man das vielleicht ein bisschen mit den Texten, die sie ja da auch hatte, kombinieren können, dass die halt herausfinden, okay, das ist irgendwie ein Wesen aus einer anderen Dimension, das halt auf Eroberungszug geht und jetzt nicht einfach nur von wegen, ja, Tamaran wird brennen, also müssen wir jetzt Rachel vernichten, weil sie für ihren Vater das Tor in diese Welt ist. Ja, das ist halt wieder das, was sie halt sonst so gut machen, ne? So ein Verlust muss gefühlt werden. Und das hast du da halt gar nicht. Du hast gar keine emotionale Bindung. Das ist halt irgendein Planet in irgendeinem Teil der Galaxis, der wohl irgendwie zerstört werden könnte, wenn irgendein Monster kommt. Da hast du halt null Bezug zu. Ich sag mal, hier und da ein schreiendes Kind in einer Szene, wo eine Stadt brennt oder so. Das ist dann schon immer ein bisschen heftiger und das nimmt ein bisschen mehr mit. Um auch einfach dieses, ich finde, was da halt fehlt, ist das Dämonische. Da kommt am Ende ein Typ im Anzug raus und du hast nicht dieses Dämonen-Feeling. Da hätte ja Und schon diese, allein ja, gereicht, eine die Augen leuchten. 3D-Modell, das hat da nicht gereicht. Ne? Das ist zu wenig Ja, so. aber. Das hätte ich eventuell geändert. Aber wie gesagt, Der das kann auch Typ ist Geld ja aber kosten. auch riesig. Also, das, der Typ ist ja auch riesig. Ja, Also, der ist ja. ja ein richtiger Gigant in seiner richtigen Form. Den so zu zeigen, wäre natürlich nicht möglich gewesen, weil leidet halt schon sehr die Glaubwürdigkeit auch so ein bisschen von der Serie, weil die hat ja schon sehr dezent angefangen. Und dann halt einfach mal diesen Riesen da auszupacken, hätte jetzt an der Stelle nicht gepasst. Aber das müsste Also irgendwann mal kommen. ich jetzt, Also irgendwann muss es ich einen glaube, Showdown geben, wo man das episch ich darstellt. glaube Ja, Hermann. tatsächlich, dass sie das in der zweiten Staffel bringen werden, weil ich hatte ja das, Muss, glaube ich, muss. sogar bei uns gepostet gehabt. Die wollten ursprünglich diese Serie halt, wie gesagt, auf 12 Episoden, und das war auch ein Mitgrund, warum die 12. Episode nochmal gecancelt worden ist, weil die Story wäre abgeschlossen gewesen nach der 12. Folge. Und daraufhin haben sie halt gesagt, das ist einfach zu wenig irgendwo und wir ziehen das halt, lassen die weg und ziehen lieber, machen diesen, schreiben die komplett um als erste Folge für die zweite Staffel dann quasi. Möglicherweise sehen wir es aber auch falsch. Vielleicht ist da das Comicwissen, was in den Weg kommt. Vielleicht ist gar nicht, vielleicht war nie der Gedanke, den überhaupt in seiner vollen Form zu zeigen, halt auch aus Kostengründen. Man hat sich natürlich auch irgendwo kreativ dafür entschieden, ihn in der menschlichen Form zu zeigen. Vielleicht ist dann, das würde auch die Möglichkeit erklären, warum er in der 12. Folge schon weg gewesen wäre. Vielleicht wird da immer nur angedeutet, er könnte sich verwandeln, kann aber nicht und deren Ziel wäre bloß, ihn davon abzuhalten, sich zu verwandeln. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, dann wird man ihn auch nie in der Größe sehen und eine Menge Geld Aber sparen. man hätte halt trotzdem die Darstellung von ihm halt ein bisschen verändern. Also, dass er nur in einem Er einfachen. wirkt, er wirkt nicht, er wirkt nicht wie die große Gefahr. Eben, er wirkt ein bisschen. Der wirkt wie der böse Onkel. Genau, und Ja, man eben. hätte ihn Der sticht halt. vielleicht einen ab, okay, aber so. Man Der hätte lässt ihm, nicht was die weiß ich, schon Welt, ja, allein das ist den schwarzen Anzug verlassen müssen, also zum Beispiel ein rotes Hemd oder eine extrem rote Krawatte geben können, dass er halt schon allein das, was man so typisch als Bild hat von einem. Ja, Dämon im Anzug. Ja, oder halt, wenn er aus dem Portal kommt, vielleicht noch dieses zweite Augenpartie hier oben drüber so rot leuchten, dass die sich erst dann, weißt du, so runterfahren zum normalen Augen werden. So war's halt, ne? So ein paar Beziehungsweise Merkmale man hätte vom es auch machen Zeugen und so. können mit leuchtenden Augen. Trigon hat ja mehrere Augen, dass man halt noch sieht, so von wegen, okay, die Augen, normalen Augen leuchten noch und man. Er macht Er macht Auge. Auge. Macht Und man Auge. sieht halt auch an der Stirn, dass halt da noch die anderen Augen irgendwie noch leuchten oder sowas, Ja, oder dass er eben. halt wirklich mit noch ein bisschen Feuer und Rauch aus diesem Spiegel kommt, nicht einfach nur mit diesem Nebel. Ich fand, der sah ein bisschen zu, einfach viel zu glatt aus. Ich Also, dass er wollte einfach gerade diesen, sagen. ja, dass er einfach diesen maßgeschneiderten Anzug anhatte. Er hätte ja stattdessen vielleicht irgendwas Zerrissenes tragen können oder sowas. Oder gar nichts halt. Und dann Hatte ich aber, tatsächlich erst aber überlegt, erstmal, ob es er ist in dieser Fenster Serie nur Platz raussteigt. für einen Dick. Ja, oder mal so ein Bart. Weißt du, es gibt so wenige Charaktere mit einem schönen, gepflegten Vollbart eigentlich, ne? Ja, Erik. Ja, genau, also im. Genau, wer von euch hat Justice League vs. Teen Titans gesehen, den Animationsfilm? Ich natürlich. Beste, Ja, Digga. okay, Chris, da ist ja Trigon auch in menschlicher Form vorgekommen. Und er war da nackt und hatte lange Haare und einen dunklen Bart. Ja. Und Trigon in seiner und Dämonenform hat auch immer mal wieder auch irgendwie eine Art von einem Bart, also. Ja. Ja.
Wenn die das vielleicht so gemacht hätten, hätte ich es schon ein bisschen besser gefunden. Also ich will den Schauspieler auch nicht diskreditieren, Doch, der macht seine Sache schon gut. ich wollte gerade sagen, sollen wir es vielleicht raushauen? Ich glaube, der Schauspieler ist keine gute Wahl. Wir haben noch nicht so viel von er ihm hat den gesehen. Ja, aber er hat es nicht geschafft. Er hat es nicht geschafft. Der Typ ist nicht gefährlich. Der wirkt nicht gefährlich. Hätte er vielleicht einen Bart gehabt und lange Haare, vielleicht wäre er dann gefährlicher rübergekommen. Man hätte in der CGI dann auch einen Bart. Immer gefährlicher rüber. Genau. Meinst du, warum ist das Ding jetzt nicht da? Stell dir vor, er hätte diesen Anzug nicht angehabt, sondern wäre wie im Animationsfilm erstmal so nackt aus dem Portal oder was aus Also du dem Portal meinst so ungefähr, ja? Genau so. Aber dann mit einem Bart, der dann nur per CGI eingefügt worden ja, ist. Ja, ja. Einfach das Material von Superman genommen. Den gelöschten Superman-Schnurrbart von grausam Superman drauflegen können. Der hätte sich einen Bart wachsen lassen sollen und dann hätten sie ihn mit CGI wegmachen müssen. Das wäre grausam gewesen. Das sieht so strange aus. Also ich weiß nicht, vielleicht sehen wir ihn ja wirklich in dämonischer Form. Also es muss jetzt nicht die urdämonische Form sein, wo er halt riesig ist, sondern er hat ja auch eine normale, in Anführungsstrichen, dämonische Form, die halt ein bisschen größer ist als ein Mensch. Ja, seine Größe ist ja variabel, dass er eine Darstellung nur seinerseits. Vielleicht einfach die Maskenbildner von Hellboy holen. Und Ron Perlman casten. Ja. Oder Ron Perlman das mal kurz machen lassen. Der läuft wahrscheinlich mit Bart. Boah, wäre der gut gewesen. Der wär ein toller Trigger. Stimmt, tatsächlich. Auf jeden Fall, der wäre heftig gewesen. Der hat das, was mit dem Schauspieler fehlt. Der Schauspieler Präsenz. Wird nicht gefährlich. Ron Perlman, ja genau, ne, der hat diese bedrohliche Präsenz, wenn er möchte. Und dann hätte es... Du brauchst nicht mehr hören, der zerstört Welten. Du weißt genau, Mist, ich will nicht mit dem alleine sein. Der macht irgendwas Schräges. Ja, und dann sieht... Ja, also das... Aber gut, dass wir schon mal das erste Streitthema so ein bisschen haben. Ich bin dennoch gute Hoffnung, dass wir vielleicht was Besseres ja, sehen. Ja, als er braucht, dann in der zweiten Staffel mehr glänzen kann und da vielleicht auch ein bisschen mehr Screentime bekommt. Wie gesagt, man weiß nicht, was in der 12. Folge auf uns zugekommen wäre, aber ich denke, wie lange war er wirklich zu sehen? 10 Minuten? Also in der Folge ja gar nicht, in der Folge waren ja noch ein paar Sekunden. Ich winke auch noch mal kurz. Der Chris winkt immer so schön. Winken wir mal alle. Ich muss winken für die Twitch-Zuschauer. Dann winke ich auch für die Twitch-Zuschauer. Achso. Winken wir alle mal. Genau. Hey. Nee, ich bin gerade am Googlen von dem Schauspieler, der Trigon spielt. Der hat tatsächlich bei Castle gespielt, ein Detective. Und man könnte echt meinen, der wäre vom Castle-Set mal kurz zu dem Titan-Set rübergelaufen, hätte seine Kleidung angelassen. Möglich ist das, ne? Möglich ist das. Nee, und dann, ja, aber sehen. Man sieht ja trotzdem seine mal Macht. Sehen. Ja. Er korrumpiert ja noch am Ende der 10. Folge Dick Grayson, der auch der Einzige ist, der in das Haus gelangen kann. Und weil Corey und Donna stehen noch weiter draußen, da ist eine Barriere um das Haus entstanden, nachdem Trigon in die Welt eingetreten ist. Und ja, die Folge endet ja damit, dass anscheinend Trigon irgendwas mit Dick geplant hat. So, ja. Sorry. Das kam so gut rüber, weil da so eine dramatische Pause dazwischen war. Er hat irgendwas mit Dick geplant. Er ist irgendwas mitgeschwungen. Ja, ey. Ja, erwachsene Menschen. Jetzt immer. Die Überleitung zur nächsten Folge, nämlich Dick Grayson. Ja, auch eine super Folge, muss ich sagen. Auch eine Top-Folge. Ich war etwas über. Ich muss vorab sagen, ich war etwas überrascht, wie kurz die Folge ist. Ich glaube, die ging ja irgendwie nur etwas über 40 Minuten. 43 Minuten, aber die Folge davor geht nur 41 Minuten. Ja, ja gut. War ja ein, wie Hermann gesagt hat, war es ja ein obligatorisches Season Finale. Also die 12. Folge ist ja weggefallen und das ist ja jetzt die letzte Folge geworden. Von dem her ist das vielleicht dem zu schuld. Gerade kurz dazwischen ein lustiger Fun Fact zu Eriks Frage, wie lang die ging. Die kürzeste Folge ist tatsächlich die Folge 5 zusammen. Und die längste Folge ist die Folge 3 Anfänge.
Also die längste Folge hat 54 Minuten und die kürzeste hat 40 Minuten. Alles andere ist so zwischen 43 und 46 Minuten ungefähr. Ja gut. Ja gut. Aber wie gesagt, ist ja ein obligatorisches Season-Finale Und geworden, fängt weil ja etwas die anders fünfte an, Folge als man es weggefallen ist. erwartet. Ja. Denn statt an der Handlung von der Folge direkt vorab anzuknüpfen, machen wir einen Zeitsprung von, ich glaube, 5 Jahren. Und Kommt hin. sehen Dick Grayson, wie er im Pool chillt. Genau. Beim Lustigerweise, Bierchen. ich habe relativ schnell geschnallt und zurückzukommen auf meine Frau, weil die hat erst so gegen der Hälfte, drei Viertel von der Folge gesagt, ich glaube, irgendwas stimmt da nicht. Ich glaube, da ist irgendwas, ist da bestimmt, das ist bestimmt nicht so, wie sie da dir zeigen. Ne? Nur drauf zurückzukommen. Sehr smart. Ja, das Ding ist halt, um nochmal auf das Thema, weil wir sind hier zwei Leute, die die Serie wöchentlich gesehen haben und wir haben zwei Leute, die die Serie in Blöcken geschaut haben, Der da beziehungsweise am oben, Stück so mehr oder weniger. Und der da und ihmchen. ja, der da. Richtig. Ich Und glaube, die Aufteilung ist bei uns allen ja. anders als bei dir. Das macht Ja, gar keinen Sinn. egal, wir machen Das einfach. macht nur bei mir Sinn, weil die Leute bei mir im Twitch-Stream gucken können. Also die mit den Cappies haben auf jeden Fall die Serie am Und die langhaarigen mit Ding Bärte. Die wöchentlich geschaut. langhaarigen Bärte haben dann Genau, alle und die. durchgezogen fast. Genau, und das Ding ist halt, bevor die Serie, bevor die Folge kam, gab es ja immer Teaser zu der Folge, also so kurzen kleinen Trailer. Und wenn du den Trailer gesehen hast, warst du total verwirrt. Und Chris und ich haben miteinander geschrieben und haben Sprachnachrichten ausgetauscht, was da jetzt passieren könnte. Und haben dann so Theorien und sowas aufgestellt. Und sagen wir es mal so, ich hatte ein bisschen Recht. Ich hatte auch die dümmste Theorie der Welt. Ich habe komplett verdrängt, dass die vor dieser Wand standen und habe gesagt, ey, wisst ihr was? Ich glaube, es ist der Batman Who Laughs. Ich glaube, der ist dabei. Und dann hat Viri gesagt, nein, Ja, das ist das wäre bestimmt aber so eine auch cool Vision, weil das ist gewesen. doch das, die standen doch vor der Wand. Und dann dachte ich mir so, ach scheiße, ja klar. Das war jetzt voll Das peinlich. war so witzig. Das war so witzig. Aber echt geile Ja, Folge. aber. Ja, Dick ist im Pool. Am Chillen. Irgendwie. Hängt Voll rum. im Paradies. Du hast mir erst gelacht. Ich muss gerade an Dick deinen Pool. Kommentar zu deiner Samstagnachtbeschäftigung beim Aufräumen denken und dachte gerade, vielleicht hat er jetzt die falsche Folge im Kopf. Oh Mann. Ja. Wir müssen an den Rand schwimmen und jetzt mal Ja, ich weitermachen. schwimme an den Rand. Ja, Leute, ja, Denkst du, der Dick im Pool Sola hat mal. kommt und schmeißt, ich weiß nicht, mit einem Ball, glaube ich, ins Wasser. Oder irgendwann auf Dick. Auf jeden Fall fällt er ins Wasser durch seinen Sohn und jagt ihn und stürmt dann mit Dick zusammen hoch in das in einen Raum, wo Dawn gerade dabei ist, einzurichten und man sieht einen schwangeren Babybauch bei Dawn. Schwangeren Babybauch ist schon gut. Das ist Ja. definitiv so ein. So kurz vor Platzen Kurz quasi. vor Platzend. Ja. Wir sehen also eine unglaublich gute Figur Ja, versauen. ja. Ja. Oh Gott, ey. Das sagt der Vater, ne? Ja, also. Also, du merkst Man halt kann auf ja jeden immer wieder Fall. zurück, das ist ja nicht das Problem. Aber in Ja. dem Moment bist du eine Kugel. Ja, und wie gesagt, man kriegt halt den Eindruck, von wegen, irgendwas hat sich geändert und hat auch hier und da noch, man bekommt erst so den Eindruck, okay, was ist halt jetzt der Status quo dieser 5 Jahre? Halt, Dick Grayson ist Vater, er ist mit Dawn zusammen, ob verheiratet, weiß ich jetzt gerade gar nicht, ob das überhaupt zum Thema kommt. Er ist jetzt Detective in Kalifornien, also all das quasi, so ein bisschen wie das Gegenteil von dem, was man bisher den Eindruck hatte. Genau. Und Richtig, das ja. erste Man Mal weiß, etwas kriegt stimmt man dann nicht, auch wenn die den Leute Eindruck, glücklich okay, sind. die FaceTime mit Gar und Gar Wayne. und Rachel, die jetzt am College sind. Gar hat auch, ich weiß gar nicht, hat Gar noch grüne Haare? Also Rachel hat definitiv ihre Haare wieder anders gefärbt. Die sind jetzt am College, dementsprechend hat sich da auch wieder was getan. Ich Und glaube, er hatte auch dunkle Haare. wie Hermann schon sagt, Also. man merkt schon irgendwie so ein bisschen, da ist was im Busch. Schon relativ früh in der Folge. Hm.
Wir hätten ein ähnliches Thema. Wir brauchen eine kleine Trinkpause. Seine Dame, ein bisschen Wasser muss sein. Ne, wir hatten ja ein ähnliches Thema bei unserem Comic-Podcast angeschnitten. Da hat ja Chris irgendwie gemeint, es gibt ja immer diese Filme, die augenscheinlich ruhig anfangen, voll idyllisch wirken, aber du merkst trotzdem irgendwie an der Stimmung, dass irgendwas nicht stimmt. Und das war bei der Folge definitiv auch so. Also du hattest sofort, also du hast gleich das Gefühl gehabt, okay, das ist nicht echt, was da passiert. Und irgendwas stimmt nicht. Also irgendwas kommt noch auf uns zu. Und ja, und dann klingelt es. Kam dann auch angerollt. Das Semi-Rolling. Tatsächlich gerollt, ja. Es war nicht die DHL. Nee, die klingelt. Die kommt ja eh nicht. Die klingelt nur. Weil die klingelt eh nicht. Die klingelt nicht mal mehr. Oh Gott, wir kriegen morgen alle keine Post. Nichts gegen die DHL. Nee. Ja, ich glaube, wir kriegen morgen erstmal Unterlassungsklagen. nee, ja. Möchte jemand sagen, wer da... Ja. Eigentlich muss ich sagen. Diesmal wirklich. Ja. Also Jason Todd, der spätere Red Hood, zu der Zeit noch Robin gewesen, kommt im Rollstuhl an, erklärt, dass er sich um Batman Sorgen macht. Da werden schon alle komplett hellhörig, was man auch schon vorher im Trailer gesehen hat. Man konnte Batman im Trailer kurz sehen, hat aber natürlich, ist man davon ausgegangen, wie man es von Serien kennt, okay, man wird Batman nur einmal kurz von hinten sehen. Das war der Gedanke, den ich hatte. Ich glaube, da ging es Viri genauso. Wir hatten jetzt nicht die Erwartung, dass wir wirklich Batman richtig sehen in dieser Episode. Jason Todd erklärt Dick Grayson, dass er Batman retten muss, so gesehen. Batman wäre durchgedreht und fängt an, er will den Joker töten, ist kurz davor, den Joker zu töten. Und nur Dick Grayson könnte ihn retten, weil nur er die passende Verbindung zu ihm hat. Ja, auf jeden Fall, also die Plot-Idee ist schon super. Die Plot-Idee auch sehr, sehr comic-mäßig, finde ich. Also es sind Stories, die man in Comics halt auch sieht. Nur du kannst ihn retten. Vor allem wird es auch noch ganz gut erklärt, von wegen, ja gut, Batgirl, also Barbara, ist irgendwie verschwunden. James Gordon wurde kurz vorher vom Joker getötet. Auch in einer Art und Weise, wie man es eigentlich aus dem Killing Joke schon fast kennt. Alfred ist einfach so verstorben. Superman wird gesagt, von wegen, ja, der und Batman können sich sowieso seit Jahren nicht mehr leiden. Und dass irgendwie gesagt wird, so von wegen, ja, es geht nur du, Dick. Du bist unsere letzte Hoffnung. Dick, the last hope. Ja, das ist ein Traum, oder? Also, was die wen und was die alles Name droppen. Genannt haben in irgendwelchen Nebensätzen. Oh ja, Superman und der Joker und Jim Gordon und Two-Face und was weiß ich was. Was die alles in einem Nebensatz gedroppt haben. Es war halt die Versicherung, dass wir uns wirklich im DC-Universum befinden. Es ist nicht so wie bei, wenn jetzt zum Beispiel die CW-Serien guckt. Ich meine, ich bin ein großer Fan der Serien eigentlich. Aber die müssen halt immer sehr vorsichtig sein in dem, was die sagen. Die dürfen nichts zu fest machen und so. Und da sehen wir halt einfach diese Folge überhaupt im Ganzen. Die zeigt eins ganz deutlich, dadurch, dass es eine DC-eigene Serie ist, können die machen, was sie wollen und es ist alles Existenz, es ist alles da. Ja. Das hat ja jahrelang gedauert bei CW, bis die überhaupt mal Bruce Wayne überhaupt sagen konnten. Ja. Das sagt er, glaube ich, in der 6. Staffel, glaube ich, zum ersten Mal, also bestätigt da mehr oder weniger, dass es Bruce Wayne halt irgendwie gibt. Genau. Bevor es Superman auch im CW-Verse gab, hat ja Ding, Kara hieß sie, Supergirl heißt Kara. Kara, ganze Zeit nur über ihren Cousin geredet. Ja, mein Cousin macht dies, mein Cousin macht das. Ich rede auch über meine Cousins die ganze Zeit. Oh mein Gott, du bist Supergirl. Ja. Er hat die gleiche Statur, er muss sein. Er ist nicht blond. Zack! Die Haarfarbe kannst du immer wechseln. Ich stelle mir gerade Viri mit langen blonden Haaren vor. Ihr wisst ja nicht, was ich privat zu machen habe. Crossdresser. Wir kriegen genug Bilder. Ne? Nee, das war übrigens die sehr, sehr gute Retourkutsche von Chris, weil ich die ganze Zeit anfangen über ihn. Den schenke ich dir. Das erklärt auch den mangelnden Bang. Bei sowas. Und auf jeden Fall wirklich sehr viel Fanservice. Eigentlich war die Folge gigantischer Fanservice, muss man sagen.
Ja, absolut. Ja, so alles runtergebrochen, alles, was du kanntest, was für dich Realität war als Fan von Superhelden-Serien, einfach weggerissen. Und was ich auch ganz. So, hier, das ist das Universum. Da hast du es. Nimm es. Ja, hier. Und was ich in der folgenden damit. Handlung auch, dann, dass ja Dick auch überlegt, ob er das überhaupt macht, nach Gotham zu fliegen und allem. Ich fand da ja schon cool, dass dieser Ansatz, dass irgendwas. Wir hatten das ja gerade schon gesagt, von wegen, irgendwas stimmt nicht. Und dann sieht man hier und da so irgendwelche Sachen, auf einmal fällt der Löwe runter. Mhm. Oder der Tiger, der Plüschtiger von Dick Sohn fällt irgendwo runter oder sowas. Und da merkt man schon irgendwie, da stimmt was nicht und da wird eingegriffen, dass das nicht stimmt. Auch vom Fernsehbild her, weißt du, die Kamera switcht so von links nach rechts, bupp, und auf einmal läuft ein ganz anderer Fernsehsender, so wie in einem Traum einfach. Mhm. Ne? Oder auch diese Schnitte, wo dann gesetzt sind, er fliegt dahin und da sind, ich sag jetzt mal, ein paar Stunden dazwischen und er telefoniert mit Dawn und alles ist eigentlich gut und nett und toll und auf einmal kommt so ein Schnitt, bumm, und dann steht Hank auf einmal da und fängt an, die Wand zu streichen, was der Dick noch vor seinem Abflug eigentlich machen wollte und wirklich der Junge wird krank. Wie in einem Traum, einfach bam, 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 ne, das ist wirklich... Er kriegt aber es ist schon, stimmt schon, da habe ich gar nicht drauf geachtet, so, jetzt wo du es sagst, macht das auf jeden Fall auch Sinn. Das ist ja das Tolle daran, dass es Sachen, die schaffen es subtil genug zu bringen, dass du es nicht direkt so aktiv mitbemerkst. Ne? Das ist halt so ein Wiedererkennungswert, auch wenn du die Folge nochmal guckst, dann ist es auf einmal so offensichtlich. Das ist schon immer sehr geil, das gefällt mir bei solchen Sachen so. Ich mag, wenn man bei Fernsehsendungen ein bisschen mitdenken muss. Ja. Gefällt mir. Ja. Findet man im normalen Fernsehen nicht mehr. Ich glaube, das war auch ganz am Anfang schon in der Folge, wo dieser Ball geflogen kam in den Pool oder war da so, wo er da runterfällt, das war auch so... Alles schön und gut und im nächsten Moment, bupp, alles anders irgendwie. Und so der Aufbau gewesen, immer so zack, zack, zack. Ne? Jetzt kommt eigentlich genau das gleiche Bild, aber der Tiger liegt auf dem Boden und Jason Todd kommt die Einfahrt hochgerollt, so auf die Art. Ne? Ja, und dann in Gotham sieht man mal, wie Gotham, wir hatten das ja, glaube ich, schon im Podcast in dem Podcast zu den ersten paar Folgen, dass man ja da schon suggeriert bekommt, okay, Gotham ist schon ein scheiß Pflaster für Polizisten. Und in dieser Folge sieht man halt so ehrlich, Dick Grayson will ja in ein Taxi steigen, um nach Midtown zu kommen, quasi in die normale Innenstadt. Und der Taxifahrer so, nee, das mache ich nicht, ja, bis da und dahin. Nee, auch nicht. Ich kann sie da und dahin fahren, ja, dann bis da und dahin. Was halt so gefühlt, so wie es halt rüberkommt, einfach am äußersten Rand der Stadt ist. Ein Scheißort. Gotham ist halt einfach da zu einem kompletten Sündenpfuhl. Auch die Bilder, die man sieht, da werden Leute auf den Straßen zusammengetreten, überall rennen Prostituierte rum, das Ganze, überall herrscht Gewalt. Okay, das klingt mehr nach Party. Also Chris, der einzige Mensch auf der Welt, der freiwillig nach Gotham ziehen würde. Nee, und das fand ich halt, um die Atmosphäre von Gotham einzufangen, schon okay, also... Hat auch gezeigt, dass auch, weil man sagt ja, ist ja ganz oft, dass halt Gotham so als Spiegelbild von Batman ist, genau wie Metropolis das von Superman ist. Und wenn halt Gotham schon so am Abgrund steht, wie hart muss es dann eigentlich um Batman stehen? Ja, es hat tatsächlich auch diesen Preis gebracht, der nötig ist, ne, dass die Grayson überhaupt eingreift. Mhm. Denn einfach nur für Batman wird das vielleicht nicht tun. Aber zu sehen, was mit der Stadt passiert, wenn Batman wirklich nicht da ist, das ist ja auch nochmal ein starker Motivationspunkt für ihn, wirklich was ändern zu wollen. Denn sonst wäre er vielleicht, er hätte ja sonst sagen können, er geht hin, er spricht einmal mit ihm, wie er das da an der Uhr gemacht hat und geht direkt wieder. Wobei ist die Uhr? Und das hat er ja sogar eigentlich trotzdem vorgehabt und wurde noch aufgehalten. Bei der Standuhr fand ich auch mega cool, muss ich echt sagen. Also ich habe echt auf der Couch gesessen, hatte so ein Grinsen im Gesicht, weil es ja auch einfach ist, wie in den Comics irgendwo. Er spielt diese Melodie auf dem Klavier und diese Wanduhr ploppt so zur Seite oder nach vorne oder wie. Ja. Fand ich mega cool. Also einfach total, total der... fanfreundlich, die ganze Folge irgendwo. Ich überlege gerade. War es in den Comics nicht immer so? In den Comics haben die, glaube ich, die Uhr irgendwie auf 11 Uhr oder so. Nee, es ist nur auf die Uhrzeit vom Todespunkt von wo seine Eltern sind. Seine Eltern ist. Darauf wollte ich mich auch gerade fragen, ob einer von euch das gerade weiß, ob die auf welcher Uhrzeit die stand.
Ich hab's nicht gesehen, aber es. Boah, da muss man nicht 5 vor 12, 5 vor 11, irgendwie ja, so. Also dann, wenn es vor 12 ist, ist es Doomsday Clock. Dr. Manhattan confirmed. Aber du hast. Das war auch mein erster Gedanke. Ich habe das ganz vergessen, dass das ja auf die Uhrzeit gemünzt war, von seinen Eltern gestorben sind. Also habe ich jetzt auch im Kopf gehabt, dass auch irgendwas auf dem Klavier da auch irgendwas gespielt werden muss. In irgendeinem anderen Spiel. Es gab über die Jahre immer wieder andere Sachen. Das war bei, auch im Film bei Batman Begins, da hat das auch mit dem Klavier gemacht. Da hat es mit dem Klavier gemacht, aber in den ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist. Ich glaube aber bei Stadt der Eulen, bei der Eulen-Story hat er das, hat er die Uhr noch umgestellt, um da zu öffnen. Und da war es, ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwelchen Redcons oder so unterlaufen ist, aber es war immer 11 Uhr. Bei 11 Uhr sind seine Eltern erschossen worden. Nee, und voll traurig eigentlich. Und bevor wir aber ja eigentlich zu der Konfrontation von Dick Grayson und Batman kommen, schmeißt Batman ja den Joker vom Dach. Ja. Von einem Dach. Oh ja. Und man sieht auch nur. Und auch noch richtig geschockt. Man sieht auch nur, wie der Joker so halt auf dem. Plötzlich, platsch. Auf dem Auto liegt. Nee, warte mal. Und. Man sieht gar nicht, wie der runterplatscht. Nee, er liegt nur auf dem Auto zermatscht. Und. Womit habe ich das denn jetzt verwechselt? Platscht irgendwer irgendwann da auf ein Auto? Nee. Nein, das ist mein Fehler. Vergesst es. Ich hab's mit irgendwas anderem komplett verwechselt. Jedenfalls, erstmal fand ich cool, dass es halt eher klassische Joker-Optik war, die man halt gesehen hat. Mhm. Halt lilaner Anzug, was man sieht, das weiße Hemd, was unten aus den Ärmeln rausschaut. Die Lackschuhe hatte er an. Auch die grünen Haare sind so ein bisschen eher hier an den aus der 60er-Jahre Batman-Serie erinnernd. Auch sehr geil. Sehr geil. Kraus. Und der wird dann ja weggebracht und dann war halt auch da schon wieder so von wegen, ja, Dick Grayson will irgendwie angreifen, will, kann aber könnte angreifen, will aber irgendwie noch nicht so richtig und da wird wieder an der Realität gezupft und auf einmal lebt der Joker doch noch ein klein wenig. Und das veranlasst ja erst... Er halt aus der Serie auch nochmal rüber, ne? Hat er noch sein Polizisten-Outfit angehabt. Mhm. Der Trigon. Direkt wieder Set gewechselt. Der Trigon. Hat sich eingemischt. Trigon oder Bygon. Aber ey, wir müssen einfach mal darüber reden, wie fucking gut Batman aussieht. Ja. Ja. Ich finde, das sieht so unfassbar gut aus. Also die haben ihn nie so offensichtlich gezeigt, immer so von Nebelschwarz umhüllt, aber du hast trotzdem einiges gesehen. Und das. Es reicht halt aus, was man gesehen hat. Ja. Und das, was man gesehen hat, war halt dieser klassische, so ein bisschen hat mich die Optik an die Arkham Knight, an die Arkham-Reihe erinnert. Mhm. So genau, dieses, ja. Diese extrem spitzen Ohren und diese, ja, mehr nach an Panzerung aussehende Rüstung. Genau, so plattenmäßig. Ja. Und nicht, wie man halt das so, ich weiß gar nicht, Dark Knight hat das jetzt aber auch so ein bisschen gehabt, so eher so platten. Ja, aber es war tatsächlich mehr Arkham. Ja. Dark Knight war ein bisschen mehr militärische Panzerung. Arkham hat tatsächlich so eine grobe Panzerung gehabt. Und das bei dem auch. Ja. So mehr Hightech-Panzerung. So. Das fand ich, bin ich voll auf eurer Linie. So sehe ich auch so. Das war wirklich absolut so Richtung Arkham Knight, die Panzerung. Und ich glaube, das war auch eine der besten Ideen, das so zu machen, weil hätten die jetzt versucht, so einen BVS-Anzug zu machen, ich glaube, der ist einfach zu schwer in einer Serie umzusetzen. Das ist super teuer, sowas da rumzuprobieren, bis du das Passendes hast. Da haben die eine super Lösung gefunden, einen sehr guten Batman darzustellen. Ja, und auch die Huts nach Batman, wo dann auf einmal Corey als FBI-Agentin eine FBI-Agentin ist und auch ein bisschen optisch anders aussieht, glatte Haare und halt dementsprechend Kleidung und sie zeigt halt das Massaker in Arkham Asylum, was Batman angerichtet hat. Der hat ja, da fand ich auch sehr schön, dass man nicht nur klassische Batman-Schurken gesehen hat, die umgebracht worden sind. Joker und nicht Joker, der Riddler und Two-Face hat man ja gesehen, sondern auch so etwas, ja, welche aus der dritten Reihe, wie den Bauchredner hier, der mit seiner genau, da hatte die Puppe noch auf dem Boden gelegen. Scarface. Mit Scarface, wo dann die Puppe auf dem Boden lag und der alte, man sieht nur diesen alten Mann. Ventriloquist. Ventriloquist und seine Puppe heißt Scarface. Und das fand ich auch schon ganz cool, auch dass Corey da auf einmal wieder dabei ist.
obwohl das eigentlich gar nicht passt. Und auch, dass sie FBI-Agentin ist, was ja, wenn man halt den Rückbezug auf Anfang der Serie nimmt, wo sie sich als FBI-Agentin ja ausgibt, obwohl sie es ja gar nicht ist. Ja, aber da, spätestens da müsste einem ja klar sein, von wegen, okay, hier ist definitiv so viel falsch. Ja, du hast, vor allen Dingen, da kommt, glaube ich, dann auch die Szene. Ich glaube, danach telefoniert er nochmal mit Dawn und erzählt ihr, dass Corey da ist und ihre Stimmung schwankt sich und auf einmal taucht Hank dann im Hintergrund auf und ja, Hank ist hier und streicht die Wand, ne, wo das sich ja dann auch nochmal komplett ändert irgendwo. Ich meine, das wäre da gewesen. Ich habe gerade nochmal geguckt, war gerade auf Instagram, weil ich folge dem Stuntman, der Batman gespielt hat in der Serie. Und es gibt ein Bild von ihm mit dem Anzug an. Und das schicke ich euch jetzt gerade auf WhatsApp. Und ich fand halt die Kopfpartie, also wirklich die Maske, sieht extrem aus nach Michael Keaton. Das feiere ich gerade voll. Ja, voll. Ich hab das gerade. Jeder schaut aber rein direkt. Ja. Also ich bin dafür, die posten wir nachher noch auf dem Podcast, auf dem Blog. Dann auf Facebook. Ja, so ein bisschen mit Spoiler, falls Leute die Serie noch nicht geschaut haben. Machen erstmal so einen Beitrag. Sieht total cool aus. Sieht total cool aus auf jeden Fall. Ist jetzt keine sehr ausgereifte Rüstung. Kann ja auch sogar sein, dass sie da Requisiten nochmal recycelt haben. Ja, glaube auch, ja. Kleiner Fun Fact zum Beispiel. Zum Beispiel hat Christian Bale seine Audition, also sein Vorsprechen, mit dem Anzug von Val Kilmer gemacht. Okay. Okay. Ich finde es gut. Ja, nur damit du Bescheid wisst. Ja, und Henry Cavill hat das ja auch gemacht für Man of Steel. Da hat er den Anzug von, ich glaube, Brandon Routh getragen, auch von Man Returns. Also gibt auch Bilder im Internet, könnt ihr nachschauen. Also, und ich muss sofort wieder an die Klamotte denken mit dem Tom Hiddleston und Loki. Und Thor, also. Das will ich vergessen. Am besten. Batman sieht super aus. Sieht super geil aus. Nur nochmal kurz als Einschub. Wir waren ja gerade bei Corey und das, was nicht stimmt. Ja, ich finde eigentlich, die Handlung nimmt dann einen Lauf, der zwar vorhersehbar ist, aber unheimlich stringent und kompakt geschrieben ist. Man hat halt nicht das Gefühl, okay, die müssen das jetzt extrem austreten, was jetzt passiert, sondern es ist einfach okay. Dick Grayson hat jetzt eine Entscheidung getroffen, er verrät Batman, was ja eigentlich schon ein extremer Schritt ist, und dann quasi sind alle logischen Schritte, die dahinter folgen, dass er dem FBI und dem Gotham Police Department Hinweise gibt, dass er da mit dran beteiligt ist, dass er weiß von wegen, okay, mit den und den Sachen könnt ihr Batman austricksen. Das ist alles irgendwo logisch, das macht Sinn, das wird kurz und knapp erzählt, um zum eigentlichen schweren Teil zu kommen. Erstmal bringt Batman Corey um, mit der Mr. Freeze-Kanone, auch wenn ich da sagen muss, als er sich umdreht, hatte er die an einer sehr ungünstigen Stelle. Weil er hatte die so auf Hüfthöhe gehalten. Das sah etwas sehr seltsam aus. Und dann greift halt Robin ein, sprengt die Betthöhle, beziehungsweise Wayne Manor, und konfrontiert dann halt seinen ehemaligen Mentor, was dann halt zum endgültigen Bruch führt. Auch nicht nur zwischen Batman und Robin, sondern auch von Batmans Genick. Ja. Ja, richtig, schön gesagt. Wie du das auch das Ganze gerade geschildert hast, ist es halt auch so ein komplettes Albtraumerlebnis für so einen Robin. Weil, wie gesagt, du bist mehr oder weniger auf der Jagd nach demjenigen, der dich aufgenommen hat, nach demjenigen, der dich zu dem gemacht hat, wer du bist. Und dieser Typ, der verstößt gegen seinen eigenen Kodex, fängt an zu töten, reißt dich aus dem Familienleben raus, was du dir aufgebaut hast, tötet auch die Frau, die du vielleicht wirklich liebst, also Corey, alle Leute, die dir was bedeuten, die du noch hast oder als Familie irgendwie bezeichnen kannst, sind entweder tot oder verletzt, wie zum Beispiel Jason, also tot, wie zum Beispiel
Alfred ist nicht mehr da. Ich glaube mit Jim Gordon. Jim Gordon der war, der war auch tot. Umgebracht, ja. Der war auch tot. Jim Gordon tot. War auch tot. Jason sitzt im Rollstuhl. Barbara ist verschwunden. Barbara ist verschwunden und alle Leute, die du liebst, mit denen sind entweder tot oder mit denen stimmt irgendwas nicht, sind verschwunden. Und wie gesagt, Batman, derjenige, der dich aufgenommen hat, der dein Freund und Mentor war, verstößt gegen seinen eigenen Kodex und macht genau das, was die Leute gemacht haben, die er eigentlich bekämpft hat. Und das ist halt. Da bricht er einfach ein ganzes Weltbild. Zerstört einfach sein gesamtes Weltbild und ist halt für einen Dick Grayson Robin wirklich das absolute Albtraum-Szenario. So korrumpiert. Ja, das Krasse ist ja auch dieser. Im Grunde ist das ja eine Art von Patrizid, also hier von Vatermord, den er da begeht, weil er ja am Ende Batman das Genick bricht. Und das ja eigentlich in dieser dämonischen Mythologie mit Teufeln und so, die sich der Leute bemächtigen, das ist nichts Ungewöhnliches, das wird da oft mal thematisiert, ne? Das haben sie da schön mit reingebracht, also das fand ich auch sehr passend eigentlich. Genau, also das ist ja auch, also ich denke, dass eigentlich das ist, was Dick sieht, während er korrumpiert wird von Trigon. Und deshalb ja auch immer wenn er so kurz davor ist, weil er sagt ja, er kommt wieder zurück zu Dorn am Telefon und dann schwenkt auf einmal der Fernseher nochmal um. Oder wenn er sagt, ach, ich fahre nicht, Batman kommt damit alleine klar, dann fällt der Tiger runter. Das sind ja diese kleinen Punkte, die Trigon ja dann quasi nutzt, um ihn genau dahin zu führen, dass er seinen Vater halt umbringt. Ja, richtig, ja. Genau. Richtig, genau. Wow. Ja, und oder? Die Folge endet damit, dass man halt sieht, dass das alles nur quasi im Kopf von Robin stattfand. Weil dann ja genau in dem Moment, nachdem er Batman mit dem Fuß das Genick gebrochen hat, schwenkt er die Kamera so raus, dass man ja sieht, die Betthülle war gar nicht real, sondern das ist. Robin ist immer noch in dem Haus. Robin steht immer noch Trigon, Rachel und ihrer Mutter gegenüber. Sichtlich unter Einfluss, weil er halt ähnlich wie Raven, wenn sie austickt, dieses schwarze Zeug um die Augen hat. Und da endet das ja, die erste Staffel. Und ich muss sagen, das echt gruselig aussieht. Genau, was auch besser Venom, als wir jemals kriegen werden. Er haut einfach raus. Und Raven sieht das halt noch von wegen, dass Robin jetzt Trigon verfallen ist und so ein Cliffhanger für eine Staffel rauszuhauen, das sollte unter Strafe stehen. Ja, ist schon echt hart. Böse. Ist halt schon eher richtig, richtig böse. Das ist halt einfach so, zack, Ende. Wirklich nichts, was irgendwie auch als Ende inszeniert wurde, sondern als wäre es noch mitten in der Folge. Werbung kommt und dann geht die Serie einfach weiter. Es dauert auch einfach noch so unendlich lange bis zur zweiten. So ungewiss vor allen Dingen, bis jetzt wirklich eine zweite dann kommt. Ja. Und ich bin vor allem gespannt, wie es weitergeht, weil ich könnte mir vorstellen, dass da eventuell sogar Garfield auch schon so ein bisschen am Korrupieren ist, weil er sagt ja, als er auftauchte dann und Gar gerettet hatte, zu der Mutter von Rachel, dass man, also in Bezug auf Rachel, ihr erst das Herz brechen muss, bevor sie so weit ist. Was ja darauf schließen lässt, dass wahrscheinlich irgendwas noch mit Gar definitiv passieren wird, wie das mit Robin ausgeht, ob die anderen jemals in diese Familienkuppel da reingelassen werden, ne? Alles noch fraglich. Ja. Ich muss immer noch sagen, ich finde bei der ganzen Serie, so von dem Aufbau, das hat so ein bisschen, wir hatten ja sie vorhin schon erwähnt, bei den CW-Serien so ein bisschen was vom Mid-Season-Finale. Das ist quasi die erste Hälfte von der... Bei CW wäre das quasi die erste Hälfte von der ganzen Staffel, um dann quasi die zweite Hälfte. Und so ein bisschen habe ich bisher das Gefühl bei den Titans. Ja. Kennt ihr dieses Meme im Internet mit diesem Affen, der so macht? Es gibt halt so ein Meme im Internet, da sitzt halt so ein lustiger Affe, sitzt halt da und macht halt so. Und Ich schicke euch nachher das Bild, genauso wie der Affe bin ich und frag mich nur, wo ist der Rest? Ja, also genau, das ist das Ding. Und ich lasse dich gleich, Hermann, kurz bevor, ich fand das Thema von der Folge war auch irgendwie so Vater. Ja. Meiner Meinung nach. So, Vaterfiguren war so das Thema, weil wir haben ja Dick irgendwie in seinem Traum so als Vater erlebt. Seine Vaterrolle mit Batman. In doppelter Hinsicht sogar. Batman und dann haben wir halt Trigon. Ja. Ich glaube, keiner von den drei wird Vater des Jahres.
Dick am ehesten, würde ich mir aber trotzdem Sorgen machen. Aber das Thema war halt so ein bisschen ersichtlich, sage ich jetzt mal. Also ich möchte nochmal meine Frau zitieren am Ende vom, oder ziemlich am Ende vom Podcast. Ihre Aussage am Ende der Folge war gewesen, what the fuck? Ja. Nebenbei möchte ich erwähnen, ich liebe meine Frau sehr über nice, alles, die trotz meiner Blauze anstatt zu mir sagt, du hast schon zu spät, mein Freund. Momoas Aquaman, aber okay. Es ist zu spät, Hermann. Nee, die war gerade eben, glaube ich, noch am Pennen auf der Couch. Also wenn, dann wird sie jetzt wach sein ungefähr. Könnte das jetzt im Nebenzimmer hören. Mit Kopfhörern, mein Freund, mit Kopfhörern. Wenn so Hermann auf einmal so von hinten weggezerrt wird. Ich gucke immer so Richtung dann Tür. Dann wissen wir also Bescheid. Hier in der Richtung ist die Zimmertür. Und ich gucke immer mal hin, ob da schon was gesprungen kommt. Ja. Also wenn der Bildschirm von ihm schwarz wird, du hörst nur noch so, boah, wie er weggezerrt wird, dann wissen wir Bescheid. Die Kamera fällt so daneben. Aber es ist noch nicht ganz zu Ende. Da folgt nämlich noch was. Ja, ja. Ach, jetzt stand ich voll auf dem Schlauch, aber ja. Ja, Chris, du hast auch die passende Mütze auf. Willst du nicht was dazu sagen? Ja, also. Also, liebe Zuschauer, Zuhörer, eher gesagt, der Chris hat eine Superman-Cappy auf und deswegen spiele ich darauf an. Ja, Chris, willst du was dazu sagen? Ja, klar, also, es gibt eine After-Credit-Szene, da waren alle neugierig, ob sie kommen wird, weil man wusste nicht, ob sie geben wird. Gab es. Und ich glaube, ich bin auch der Einzige, der davon komplett überrascht wurde, oder? Weil ich direkt geguckt habe, als die Folge rauskam. Ich konnte nichts sehen im Internet vorher, keine Andeutung, kein nichts. Mich hat sie also wirklich, wirklich geschockt bis zum GT. Obwohl es gar kein so großer Schock ist, wenn man es genau überlegt, war das sinnvoll. Egal, aber ohne jetzt weiter drauf einzugehen, man sieht ein Labor. Cadmus. Dann hört man ein Cadmus-Labor. Jetzt hast du schon die Spannung rausgenommen. Cadmus-Labor. Ich wollte spannend sein. Nein, also man sieht jedenfalls ein Cadmus-Labor. Man hört, wie Sachen zu Bruch gehen, wie Leute schreien. Ich glaube, man sieht auch schon ein paar Leute auf dem Boden liegen, ne? Ja. Geplättet? Ja. Tot? Naja, da liegen schon Leichen, ein paar Körper auf dem Boden. Und dann sieht man halt einen Mann, man kann ihn nicht richtig erkennen, einen jungen Mann. Und der hat dann halt das Superman-Emblem auf sich und dann ist direkt klar, es ist der Klon von Superman, es ist Superboy, auch ein Mitglied der Titans, oder der Teen Titans wenigstens, Young Justice und bei den Titans selber bin ich gerade am überlegen, war Superboy in den Comics bei den Titans? Ich weiß nicht. Ich kann mir bei den aktuellen Titans ist er nicht dabei. Nee, bei den aktuellen nicht, ne? Und vorher weiß ich nicht mehr. Er war ein Teen Titans. Auf jeden Fall, es ist der spätere Connor, genau, Teen Titans, ja, ne? Es ist der spätere Connor Kent, Superboy, der Klon. Und nicht nur das, wir bekommen nicht nur Superboy, sondern wir sehen tatsächlich, wie er den Hund befreit. Krypto, einen weißen... Wie geil. Was war das für eine Mischung, weiß ich jetzt nicht, aber kein... Das war kein Schäfer. Nein, das war einfach ein Hund mit... Ja, das ist eine normale Mischung gewesen, glaube ich. Dieser Hund von Knecht Ruprecht aus dem Zimmer. Ja, so ein bisschen schon. So ein Windhund. Bloß in Weiß. Ja, Windhund heißt er, glaube ich. Ja. So ein rennender Hund. Halt groß, recht aggressiv, rot leuchtende Augen. Es ist Krypto. Wir bekommen eine harte Version von Krypto. Das gefällt mir. Alter, das nicht das diese, wird, nicht ey, diese das, Pudel-Variante. Das wird richtig, Alter, so krass, ey. Auf jeden Fall, ey, das war so ein heftiger Moment. Ich dachte mir so, nein. Ich saß so beim Stuhl. Ey, das kann nicht sein, so. Wir kriegen ihn. Ich hätte okay. kleine Geschichte. Ich wurde traurige von Geschichte. Instagram traurige Geschichte. Ich wurde von Instagram gespoilert. Nee. Und das Stunden nach der Episode erst, ne? Erst Stunden nach der Episode wurde ich komplett von Instagram gespoilert und habe mir dann halt. Ich wollte am gleichen Tag mir sowieso die Folge anschauen, weil dann wusste ich es leider schon. Aber es war trotzdem sehr, sehr. Ja, sie haben es auch wirklich mit dieser kleinen Szene geschafft, richtig, richtig Lust zu schüren darauf. Ne? Aber ich kann es gar nicht erwarten. Ich bin Superman-Fan sowieso durch nicht. Und durch, aber das ist auch. Das recht. Also, das ist richtig meine Frau war gerade tatsächlich da und zwar draußen am Fenster. Aber gar nicht mal so böse, wie ihr jetzt wahrscheinlich denkt, weil sie hat mir nur das Zeichen gegeben. Heißt, ich muss mich leider verabschieden, weil ich muss auf die Nachtschicht jetzt. Ich habe noch ein bisschen was vor mir. Aber war schön mit euch. Bis zum nächsten Mal. Auch tschüss an die Zuschauer. Und ich wink noch mal für Twitch. macht es gut. Ich bin raus. Mach's gut. Mach's gut, Hermann. Vielen Dank. Ciao, mach's gut, Keule. Ciao. So, die Trinity ist jetzt da.
Die Titans haben sich aufgelöst, aber die Trinity ist jetzt noch hier anwesend. wie gesagt, also Krypto sah, der sah richtig bedrohlich aus, ja. Also ja. Du hast ja immer Krypto, wenn du Comics liest, weißt du, das hat. Also ein fucking Hund mit einem Cape. Ja, ein fucking Hund mit einem Cape, aber in der Serie sah der richtig. Außer man hat das Konzept-Artwork gesehen von Injustice. Von Injustice 2. Da sah Krypto eher aus nach der Hund deiner Albträume. Ja, richtig. Genau. Und tatsächlich war das etwas, was mich total überrascht hätte. Hätte ich mich nicht vorher nicht gespoilert, aber es war total überraschend, dass sie das gemacht haben. Freue mich jetzt ungemein auf eine zweite Staffel. Ich glaube, das ist wie gesagt, ein allgemeiner Tenor von uns allen. Ja. Auf jeden Fall. Und das erste, was ich gucke, sobald das raus ist. Alles andere muss warten. Ja, ich auch. Ich nehme Urlaub oder sowas, wenn es rauskommt. Jede Woche am Freitag zufällig. Ich werde meinen eigenen Tod inszenieren. Ich brauche frei. Ja. Genau, und auf jeden Fall freue ich mich. Also das die Stacks sind sehr high auf die jeden Stakes? Fall. ja. Und wir freuen uns. Hat jeder noch ein cooles, knackiges Schlusswort allgemein zu der ganzen Staffel? Titans, will noch was kurz sagen? Ich finde, die haben moderat angefangen, haben sich ein bisschen gezogen, jedenfalls im Binge-Watching, haben aber zum Schluss echt ordentlich zugelegt. Also das letzte Drittel der Serie ist richtig gut. Also ansonsten. Ja. Macht Lust auf mehr vom DC-Universe. Auf jeden Fall. Also ich finde Fanservice-mäßig die beste DC-Serie, die es gibt. Endlich kriegen wir ein komplettes Universum. Ich und Viri haben es, wie gesagt, wöchentlich geguckt. Da hat es sich eigentlich gar nicht gezogen. Im Gegenteil, hat man richtig, richtig Bock drauf gehabt. Sollte man vielleicht dann hier auch übernehmen bei Netflix, dass man vielleicht wöchentlich macht, vielleicht ist das Format einfach besser dafür. Davon ab, so geil diese Staffel war, ich hätte so richtig, richtig Bock auf die nächste Staffel. Allein, weil ich will Superboy. Was soll ich denn sagen? Superboy und Krypto, was man daraus machen kann, das Ganze wird einfach epischer werden und krasser. Ja. Habe ich richtig, richtig Bock drauf. Ja, also sehe ich genauso. Ich habe richtig, richtig Bock darauf, wie es weitergeht. Die Staffel insgesamt gehört zu meiner Lieblings-DC-Serie. Da gibt es keine, die drüber ist. Die ist einfach unangefochten, meine Lieblings-DC-Serie. Alleine die Introduction von Superboy und Krypto zeigt, dass da alles möglich ist. Also wir werden wahrscheinlich in Zukunft auch noch das Glück haben, andere Charaktere nochmal zu treffen. Alleine wenn man sich schon die ersten Gerüchte von der zweiten Staffel mal so ein bisschen im Internet durchliest, ist einiges möglich. Macht auf jeden Fall auch Bock auf die anderen DCU-Serien. Also wir haben ja noch Doom Patrol vor uns, wir haben Swamp Thing vor uns, wir haben Stargirl vor uns. Dann kommt erst die zweite Staffel zu Titans. Also da ist wirklich echt alles möglich. Und gerne mehr davon. Wir können es kaum abwarten, bis es weitergeht. Ja, man kann es auch nicht abwarten. Ja, man kann es natürlich. Der kann es wahrscheinlich am wenigsten von uns abwarten. Sage ich jetzt halt mal so. Auf jeden Fall, Titans ist eine super Serie. Wir hatten auch verdammt viel Spaß, auch diese Podcasts hier dazu aufzunehmen. Es hat fucking viel Spaß gemacht, einfach darüber zu reden. Und es war super toll, auch wieder mit euch mal wieder über ein cooles Thema zu sprechen. Vielen lieben Dank an alle Zuschauer auf jeden Fall, dass ihr Zeit darin investiert habt, euch wirklich 3 Podcasts dazu anzuhören. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wir entschuldigen uns auch für Sachen, die nicht so reibungslos funktioniert haben, weil klar, der eine hat Tonprobleme, der andere hat schlechtes Internet. Immer wieder kam es halt zu Versprechern, aber wie gesagt, das wird besser auf jeden Fall. Unser Podcast geht natürlich weiter, auch mal zu anderen Themen. Schaut beim DC-Blog vorbei, schaut bei Create My Comic vorbei, hört euch Draconis Gena an. Schaut bei Marvel Fans Deutschland vorbei, auch bei Marvel Blog. Wir grüßen alle und macht's gut, liebe Freunde. Bleibt sauber, lest mehr Comics. Ciao. Tschüss.